Von Sarah Wagenknecht erwarten wir, dass sie den Kapitalismus enden soll. Bei Wolfgang Streeck war es vielleicht erstmal eine Überraschung, denn er gehört meines Wissens nicht zu denen, die dieses Ende auch aktiv herbeiführen wollen. Und deswegen, ja, das können wir auch. Ja, eben. Ne? Deswegen wollten wir sie ja auch mal mit einer so profilierten Linken wie Sarah Wagenknecht zusammenbringen. Und es gibt zugegebenermaßen, Wolfgang Streeck auch gefragt, wieso der Streitgespräch, es gibt wirklich so viele Übereinstimmungen auch in der Analyse, dass es vielleicht schwer wird mit dem Streit, besonders also was den Euro angeht, glaube ich, sind diese Positionen doch näher beieinander als die mit ihren jeweiligen politischen Freunden, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber ich denke, es gibt auch Differenzen zwischen ihnen und ich. Umsonst ist eben die eine Politikerin und der andere doch noch relativ weit entfernt von der Linken. Herr Streeck, ich würde Sie erstmal bitten, also mal Ihre These zu erläutern. Der Kapitalismus wird scheitern, aber eben nicht an einer starken Gegenkraft, die Sie gar nicht sehen, sondern im Gegenteil, der Kapitalismus scheitert gerade daran, dass er keine Gegner mehr hat. Aber das ist nicht so ganz einfach darzustellen. Also wenn wir jetzt im 19. Jahrhundert werden und ich würde die Theorie der organischen Zusammensetzung und der sinkenden Profitrate erklären, das ginge ganz schnell, da braucht man eine Gleichung und fertig, ja, und dann selber das Ende. So einfach ist das hier nicht. Ich will anfangen mit einer kurzen Definition, damit wir ein bisschen darüber reden. Also Kapitalismus, ja, ist ein Wirtschaftssystem, das von der endlosen vermehrungsfähigen Kapitals abhängt. Endlose Vermehrung vermehrungsfähigen Kapitals. Der Kapitalismus ist eingebettet in eine Gesellschaft, also eine kapitalistische Gesellschaft natürlich. Und zwischen diesen beiden besteht ein Spannungsfeld, sozusagen ein Hauptthema dessen, was ich Ihnen sagen werde, ist, dass die Dynamik des Kapitalismus als Wirtschaftssystem sozusagen die Gesellschaft, in die der Kapitalismus eingebettet ist, angreift, obwohl er diese Gesellschaft eigentlich braucht. Und das sozusagen, das ist ein dialektischer Gedanke, der sollte ja bei den Linken nicht so ganz exotisch vorkommen. Nicht? Also, und ich würde sagen, also zwei Behauptungen würde ich Ihnen vortragen, oder habe ich vorgetragen, das hat dann diese Aufregung verursacht, was ich gar nicht gedacht habe, dass das so aufregend ist. Erstens, der Kapitalismus hat einen Anfang. Darüber kann man rechnen, wann der war. Die einen sagen 500 Jahre, die anderen sagen 250 Jahre. Ich bin eher auf 250. Bei der Kopplung sozusagen mit der modernen Industrie fängt das richtig an. Hat er einen Anfang und alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und wenn es ein historisches Phänomen ist, muss es legitim sein, darüber nachzudenken, wann das Ding mal zu Ende kommt. Und das stößt eben ganz eigenartig mit diesem Gedanken zusammen, dass es eben auf unendliche Kapitalakkumulation ausgerichtet ist. Und der zweite Gedanke ist einfach, ein Ende kann anders aussehen als eine Abschaffung. Also die, sagen wir mal jetzt etwas übertrieben gesagt, bolschewistische Vorstellung, da gibt es ein Zentralkomitee, das tritt jetzt zusammen und sagt, ab morgen Kapitalismus Schluss, jetzt ist Sozialismus alles verstaatlicht, fertig. Ja? Dann, wenn man sich das Ende so vorstellen würde, dann gäbe es überhaupt kein Ende, dann muss man denken, das ist ewig. Denn das ist völlig, also ironischerweise war das einzige moderne industrielle Wirtschaftssystem, das man auf diese Weise beenden konnte, der Kommunismus, nicht der Kapitalismus. Da konnte sich dieser Jelzin hinstellen und sagen, jetzt Schluss damit. So einfach ist es. Also ein Ende denken ohne formelle Abschluss. Jetzt will ich kurz sagen, warum man mit guten Gründen sagen kann, dieses System sozusagen ist in großen Schwierigkeiten. Das ist eigentlich mein Argument, ist in großen Schwierigkeiten. Ich gehe noch einen Schritt weiter, was die Exposition schwieriger macht. Es leidet an Multimorbidität. Ja? Das hat sozusagen ganz verschiedene Krisen, die gleichzeitig auf es zukommen und von denen jede einzelne vielleicht lösbar wäre,
aber in ihrer Gesamtheit sozusagen machen die einen ziemlich morbiden Eindruck. Das ist das Argument. Deshalb muss man darüber auch so lange reden. Viel mehr, als wenn man jetzt die sinkende Profitrate erläutern wollte. Ich weiß, seit den 70er Jahren ist dieses System des OECD-Kapitalismus nicht mehr im Gleichgewicht. Man kann ja sozusagen dreieinhalb Phasen unterscheiden. Die vierte ist, wo wir drin sind. Die erste ist die Inflationsphase der 70er Jahre. Wer hat da jemand protestiert? Nein, da gab es Inflation. Ja. Und dann sozusagen die Staatsverschuldungsphase der 80er Jahre und der Beginn der privaten Haushalts- und Unternehmensverschuldung in den 90er Jahren. Mit dem Kollaps in 2008 und heute sind wir sozusagen in der vierten Phase, die wir noch nicht ganz verstehen. Das ist die Phase der sozusagen Geldproduktion, sozusagen Massenproduktion von Geld bei Nullzinsen. So, diese Krisengeschichte, die wir seit den 70er Jahren beobachten, ist nun begleitet von drei Langzeittrends. Die Systemweite, ich spreche immer über das System sozusagen mit dem OECD-Kapitalismus, aber die einzelnen Länder liegen ziemlich genau an der Mittellinie dran. So groß sind die Unterschiede überhaupt nicht. Also, begleitet von drei Langzeittrends, die ich auch die apokalyptischen Reiter des modernen Kapitalismus nenne. Ja? Erstens, Wachstum geht runter, zweitens, Ungleichheit geht hoch, drittens, Schulden gehen. Von all diesen drei Trends, die sozusagen 30 Jahre alt sind, kann man sagen, dass sie nicht ewig so weitergehen können. Das ist völlig einleuchtend. Man kann die Schulden ständig immer mehr machen. Man kann nicht sozusagen im Wachstum immer weiter runtergehen. Man kann vor allen Dingen die soziale Ungleichheit, die kann man auch nicht. Na ja gut, also das ist wahrscheinlich die am wenigsten. Das Problem ist aber, dass diese drei Trends ineinander verschränkt sind. Man kann heute argumentieren, Ungleichheit dämpft Wachstum. Niedriges Wachstum führt zu verstärkter Ungleichheit, weil es zu verstärkten Verteilungskämpfen führt. Niedriges Wachstum führt zu größerer Schuld, wenn man sozusagen versucht, das Ding wieder anzukurbeln. Gleichzeitig sind Schulden aber ein Hindernis für Wachstum, weil die Leute nicht mehr wissen, wem können wir überhaupt noch was verleihen. Das ist ja heute sozusagen das Problem. Ne? Kann nicht ewig so weitergehen, aber die verstärken sich gegenseitig. Das Ergebnis, darf ich da noch 5 Minuten verwenden? Er guckt mich schon so an. Ja. Sie kommen noch dran, Frau Angst. Ja, ja. Haben Sie keine Sorge. Also das Ergebnis ist sozusagen ein hohes Maß an systemischer Instabilität, das auch von den Systemverwaltern sozusagen ständig konzipiert wird. Die wissen nicht mehr, wie das gehen soll. Wenn man das vergleicht mit der Hoffnung auf Abschaffung der Konjunkturzyklen im staatlich erweiterten Kapitalismus, 50er, 60er Jahre, keynesianische Steuerung und so weiter, heute herrscht Ratlosigkeit. Sozusagen keiner weiß, was ist, und daraus macht man auch eine Tugend. Also Larry Summers sagt, das ist jetzt eine säkulare Stagnation, ab und zu gibt es mal einen Bubble, der platzt, das kann man nicht vorhersagen. Wir haben auch gelernt, sauber machen können wir hinterher auch nicht mehr. Das Leben ist eben gefährlich, für ihn nicht, aber für alle anderen ist es dann eben gefährlich. Ne? So, und nun muss man sagen, ich erspare Ihnen einen historischen Exkurs, dass diese Instabilität ein Dauerzustand des Kapitalismus ist, seit es ihn gegeben hat. Nicht wahr? Und sozusagen die schlechte Nachricht ist, dass der einzige Stabilitätszustand, den wir beobachten, so ab 45 bis 75, eigentlich im Prinzip eine Ausnahme war. Nicht nur im Prinzip, eine krasse Ausnahme. Die kapitalistische Industriegesellschaft sozusagen spaltete sich 1918 in zwei Typen von Industriegesellschaften, den liberalen Kapitalismus, den Kommunismus. Ein dritter kam hinzu, Faschismus. Sozusagen die trugen eine verheerende Schlacht im Zweiten Weltkrieg aus, wo der Faschismus sozusagen besiegt wurde und dann liegt da eine bipolare Weltordnung entstanden, während sich der liberale Kapitalismus in einen staatlich verwalteten Kapitalismus, New Deal Kapitalismus, verwandelt hat. Diese Verwandlung wird nun rückgängig seit den 70er Jahren mit dem Prozess der Liberalisierung. Das heißt, das Tier wird genauso gefährlich, wie es vorher war, sozusagen, weil es aus allen Regelungsregimen rausbricht. Ja. Gleichzeitig
sozusagen ist der Kommunismus verschwunden. Naja, da kenne ich mich selber nicht so gut aus. Aber das hat die Neoliberalisierung noch weiter befördert. Und wir stehen heute vor einer Situation, wo niemand mehr weiß, wie er dieses Tier regieren soll. Das geben auch alle zu und machen daraus eine euphorische Beschreibung. Jetzt fangen wir richtig Marktwirtschaft. Sozusagen, jetzt geht das von alleine. Ja, jetzt brauchen wir das nicht mehr steuern. Jetzt tun wir den Staat weg, weil wir keine Steuerung brauchen. Anarchie des Marktes. Jetzt wird er nervös, aber ich sage sozusagen, was meine ich dann mit Ende? Ja? Ich hätte jetzt noch ein paar andere sehr gehaltreiche Ausführungen zwischendurch machen können. Ich lasse das jetzt mal weg und sage Folgendes. Sozusagen, wenn man jetzt guckt, was in dieser instabilen Situation zum Problem werden kann, da muss man jetzt wieder ein bisschen dialektisch denken, was ich ganz schnell mache, aber ich hoffe, Sie kommen damit. Sozusagen, ich rede von einem, was man auf Englisch nennt, Death of a Thousand Cuts. Ja? Statt eines Kollapses sozusagen eine Krisenzeit. Jetzt würde ich das so beschreiben, was ich als vorläufiges Endszenario darstelle, mit den Worten von Antonio Gramsci in den Notizbüchern aus dem Gefängnis, wo er schreibt, wir leben in einem Interregnum, in einer Welt, in der die alte Ordnung schon gestorben ist, aber die neue Ordnung noch nicht geboren werden kann. Ja? Und ich würde denken, dass das eine sehr gute Beschreibung für das Krisenszenario ist, das wir sozusagen vor uns sehen. Ein Rumstocher, man kann auch jetzt, die anwesenden Soziologen können sich das so vorstellen, also ein Zerbrechen der Systemintegration. Man weiß nicht mehr richtig, was da passiert, man kann das ganze Ding makroökonomisch oder makrosoziologisch nicht mehr steuern. Und gleichzeitig sozusagen eine Belastung der Sozialintegration der Leute, damit in dieser unsicher gewordenen Welt ihr Leben irgendwie zusammenzustocken. Ja? Und sozusagen, das wäre, jetzt sage ich noch einen, ja. Jetzt sage ich noch einen Schluss. Und dann sind Sie aber auch wirklich fertig, dann bin ich fertig. Ja. Und was passiert im Interregnum? Wenn Sie wissen wollen, jetzt ist die Frage sozusagen, was passiert in diesem Interregnum? Da denke ich, läuft zurzeit ein Experiment ab. Und das Experiment heißt, ist eine marktkonforme Gesellschaft möglich? Motto dieses Experiments hat Margaret Thatcher in einem bemerkenswerten Interview mit der Zeitschrift Women's World formuliert. Und dieses Motto heißt, there is no such thing like society, there are only individuals and their families. Nicht wahr? Was sozusagen übersetzt in Alltagspraxis bedeutet, verlasst euch nicht darauf, dass es irgendeine Gesellschaft gibt, die euch irgendwas wie Sicherheit, Erwartungssicherheit und so weiter garantieren kann. Das kann sie nicht mehr. Das Ding bewegt sich unkontrolliert. Ihr müsst euch verlassen auf Individuals and their families. Versucht sozusagen so gut wie möglich durch Improvisation und gleichzeitig sozusagen Glücksproduktion aller Art, sozusagen euch in dieser Situation noch halbwegs durchzuführen. Meine letzten Worte dazu sind. Also, wenn man sich diese neue Gesellschaft vorstellt, die besteht aus vier Tätigkeiten, ja, leider nur auf Englisch: Coping, Hoping, Doping and Shopping. Sie machen uns als Linke natürlich eine Freude, wenn Sie jetzt sozusagen diesen krisenhaften Zusammenhang schildern. Aber auf der anderen Seite sehen wir, das globale Welthandelsregime setzt sich überall durch. In Ländern, die also noch, sagen wir mal, Residuen des Realsozialismus aufbewahrt haben, sagen wir mal Vietnam oder Kuba oder so, da setzt sich überall sozusagen die Marktwirtschaft im kapitalistischen Sinn durch. Also irgendwie, und wenn man nach Vietnam kommt und mit den Leuten spricht, was wollen die? Die wollen so leben wie wir und die finden, dass wir toll leben im Vergleich zu ihnen. Und deswegen könnte man doch da so Zweifel haben an dieser Krisenthese. Naja, das menschliche Leben ist kürzer als die Krisenzyklen. Ja, das ist nicht ganz unwichtig für die Betrachtung von Epochen.
Ich würde aber sagen, dass Sie das doch ein bisschen falsch sehen. Der Versuch, eine integrierte globale Marktwirtschaft durchzusetzen, resultiert im Mittleren Osten sozusagen in einer sich ausbreitenden Fläche von Failed States. Resultiert in fundamentalistischen Gegenbewegungen, die gewalttätig sozusagen Modernisierung ablehnen sind. In einer Welt internationaler Unordnung, die von der zentralen Imperialmacht nicht mehr regiert werden kann. Ja, die haben jetzt mittlerweile zwei Kriege verloren und sozusagen die wissen, dass sie das nicht mehr können. Und dann gleichzeitig sehe ich jedenfalls sozusagen durchaus Zeichen dafür, dass sie in unseren Gesellschaften zwar unorganisiert, aber doch immerhin ganz erstaunliche sozusagen Prozesse. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen der Widerstandsbildung, aber doch schon der praktischen Kritik annehmen. Das wäre meine Frage, die ich an Frau Wagner, ich habe eigentlich nur eine Frage an Frau Wagner, weil in allem anderen denke ich mal, die hat schon recht, auch praktisch viel besser. Aber warum ist es so, ich will ja auch mal von guten Zeichen sprechen, warum ein Bernie Sanders sozusagen dieser Clinton eng auf die Ferse sein kann. Obwohl es sich da um einen krankigen alten Mann handelt, sozusagen der überhaupt nicht televisionsfähig ist. Und warum ein Jerry Lee Corbyn sozusagen die ruhmreiche Labour Party anführen kann nach einer Abstimmung unter den Mitgliedern. Das ist doch nicht schlecht. Ja. Das sind Anfänge. Die haben ja auch kein Konzept, das jetzt den Kapitalismus in ein System zu setzen. Aber es ergibt sich doch so, dass der Versuch, diese Gesellschaft durch Coping, Hoping, Doping und Shopping zu integrieren, sozusagen an den Rändern nicht mehr ganz gelingt. Und was mich da interessieren würde, ist, warum das in Deutschland nicht der Fall ist. Okay, da haben wir ja schon gleich eine Frage, da brauche ich jetzt hier keinen mehr zu stellen. Aber du wirst sicher was dazu sagen können, wie weit du dich auch in der Analyse von Herrn Strich wiederfindest. Das ist der Running Gag mit den Analyse auch. Ja, also ich sage mal, zunächst mal finde ich die Sicht und die Beschreibung dessen, was wir gegenwärtig haben, teile ich völlig. Also ich glaube, dass wir uns nicht blenden lassen dürfen von der Glitzerfassade. Natürlich ist der Kapitalismus, so wie er sich weltweit darstellt, auch so wie er sich in den Industriestaaten darstellt, ein morbides System, das nicht in der Lage ist, die vehement anstehenden, wichtigen Probleme zu lösen, sondern sie im Gegenteil verschärft und damit die Situation massiv verschlechtert. Und bei den Problemen, natürlich das allererste ist natürlich das Problem weltweit und auch in den Industrieländern wachsender Ungleichheit, sich verschlechternder Lebensbedingungen. Aber genauso gehört dazu natürlich ökologische Probleme. Der Kapitalismus ist erkennbar unfähig, ein Problem wie zum Beispiel eine sinnvolle Energiewende zu lösen. Oder er ist erkennbar unfähig, eine Umstellung der Produktion auf Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit, eben nicht sozusagen ein extensives Wachstum zu bewältigen. Das kann er auch strukturell nicht. Also insoweit gibt es ganz viele Probleme. Er ist auch erkennbar unfähig, eine friedliche Welt zu gestalten, sowieso. Also da bleibt das, was schon der französische Sozialist Jean Jaurès gesagt hat, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen, weil er halt aus Profitmotiv auch immer den Staat einspannt und die Militärmaschinerie. Und das erleben wir nun derzeit wieder besonders ungehemmt und besonders verheerend in vielen Teilen dieser Welt. Also es gibt eine Reihe von Problemen, die sich massiv zuspitzen. Ökonomische Probleme, ökologische Probleme, Probleme eben von Krieg und Frieden. Und so gesehen ist dieses Wirtschaftssystem desaströs. Aber ich würde daraus unmittelbar nicht, auch wenn ich die ganz sympathisch finde, aber die optimistische Schlussfolgerung ableiten, der Kapitalismus ist gerade dabei zu sterben. Ganz so haben Sie es ja auch nicht gesagt, aber ich glaube, der stirbt nie von sich. Der kann nur überwunden werden, wenn es eine wirklich breite, starke Bewegung gibt, die auch tatsächlich ein Bild einer alternativen Wirtschaftsordnung im Kopf hat und dafür kämpft. Und das sozusagen dann wirklich auch sehr, sehr breit dafür wirkt und Unterstützung hat. Sonst
gibt es keinen Grund, der wird nicht zusammenbrechen in sich. Weil natürlich die Frage, Sie haben gesagt, der Kapitalismus ist in Schwierigkeiten. Ich würde eher sagen, der Kapitalismus führt dazu, dass immer mehr Menschen in Schwierigkeiten sind. Aber er selber ist nicht in Schwierigkeiten, also zurzeit weltweit nicht. Also, das ist der Kapitalismus, also die Stabilität dieser Akkumulation, dieser Kapitalbewegungen, dass Gewinne gemacht werden, das funktioniert. Das ist in den letzten Jahren sogar auf immer mehr Bereiche übertragen worden. Das ist ja auch eine Art kapitalistisches Wachstum, sozusagen nicht nur extensiv immer mehr, sondern einfach Bereiche einzubeziehen in Kapitalakkumulation, wo noch vor 30 Jahren die Leute sich an den Kopf gefasst hätten. Also allen Ernstes wird meinetwegen im Handelsblatt darüber debattiert, ob die Eigenkapitalrendite deutscher Krankenhäuser schon ausreichend ist oder ob es nicht ein Problem ist, dass sie zu niedrig wäre. Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern. Das ist irre, aber es ist eben Kapitalismus. Das heißt, er hat Bereiche, Pflegeheime, ganz, ganz vieles, was früher Daseinsvorsorge war, kommunale Leistungen einbezogen. Wir haben auch ein Riesenproblem, weil dort nichts reguliert wird in der gesamten digitalen Ökonomie. Riesige Datenkraken und Datenmonopolisten, weil die digitale Ökonomie überhaupt nicht für marktwirtschaftliche Modelle taugt. Sondern da ist sozusagen die Dynamik zum Monopol. Und wenn das Monopol dann eben ein Google, ein Facebook oder ein Amazon ist, hat das entsprechend schlimme Konsequenzen für alle anderen. Weil natürlich die, sozusagen das kapitalistische Monopol das unangenehmste Form ist, in dem sich Kapitalakkumulation und Profitmaximierung darstellt. Also insoweit würde ich das eben etwas relativieren. Also Kapitalismus ist eine Wirtschaft, genau die Definition würde ich teilen, wo um der Kapitalverwertung willen produziert wird. Kapitalverwertung ist aber natürlich auch nicht nur Selbstzweck, sondern Kapitalverwertung soll Kapitaleinkommen generieren. Also das ist ja der Sinn. Unternehmen sind Anlageobjekte und sie müssen Einkommen abwerfen. Und diese Einkommen werden von Leuten bezogen, und zwar von einer kleinen Minderheit von Leuten. Deswegen ist eigentlich Kapitalismus auch immer ein Widerspruch zur Demokratie. Also eigentlich gibt es keinen demokratischen Kapitalismus, weil die Kapitaleinkommen immer nur von ganz wenigen bezogen werden und die anderen eigentlich darunter leiden, wenn die Kapitaleinkommen hoch sind. Und wir haben aber seit 20 Jahren eben eine Entwicklung, dass dieser Anteil von Kapitaleinkommen steigt und damit der ganze Anteil derer, die, ob sie nun arbeitslos sind, ob sie arbeiten, ob sie selbstständig arbeiten, alle anderen haben dann weniger. Und das sind eben auch Interessenwidersprüche. Und was wir erleben in der Politik, ist natürlich auch eine Interessenpolitik. Also es gäbe theoretisch eine Lösung der Eurokrise und auch der europäischen Krise mit einer starken Umverteilungskomponente, wo man beispielsweise sagt, okay, für die Schulden haften eben die großen Vermögen, das ist ja da. Wir haben ja nicht nur Schulden, wir haben genauso große Vermögen. Aber das ist eine Interessenfrage, ob eine Politik sich durchsetzen kann, die eine solche Lösung erreicht. Rechnerisch, das kann man auf dem Papier aufzeigen. Also wir haben europäische Staaten, die haben aktuell, glaube ich, so um die 9 Billionen an Schulden und wir haben ein privates Vermögen, allein der Millionäre und Multimillionäre, das also deutlich höher liegt. Also theoretisch liegt auf der Hand, wenn man die Schuldenkrise, die Staatsschuldenkrise lösen kann. Man streicht diese Vermögen, dann hat man sozusagen, oder wenn die Haftung. Nur es ist natürlich auch klar, warum das kein innerkapitalistischer Weg der Krisenbewältigung ist. Weil genau die Interessen derer, die diese Vermögen haben, natürlich die Politik bestimmen. Weil dieses große Geld sich ja auch immer mehr Politik kaufen kann. Und auch immer mehr Strukturen geschaffen hat, um Politik in bestimmte Rahmen zu bannen und zu verbannen. Und ich glaube, also was ich zurzeit sehe, ist tatsächlich eine nicht nur Gefahr. Also ich sehe eigentlich, dass der Kapitalismus so nicht bleiben wird, wie er jetzt ist. Aber es gibt zwei Optionen. Es gibt die fortschrittliche Option und dafür ist tatsächlich, sind dann solche Beispiele wie Corbyn oder Bernie Sanders und andere, das sind dann natürlich, sagen wir mal, die einen Hoffnung machen. Die fortschrittliche Variante wäre tatsächlich, dass sich Menschen organisieren, dass auch politische Parteien entstehen oder aus vorhandenen sich entwickeln, die dann tatsächlich ein linkes Programm haben. Und das muss dann noch ein Stückchen linker sein, selbst als das der genannten im Sinne von wirklicher Systemkritik.
und das sich durchsetzt gesellschaftlich. Ich meine, noch haben wir ja demokratische Mittel, Parteien auch zu wählen. Wir sind ja zumindest in Industrieländern formal immer noch demokratisch organisiert. Also Menschen können eine Regierung wählen, sie können auch eine Regierung abwählen und sie können theoretisch eine Partei mit einem klaren Programm mehrheitlich an die Regierung bringen. Die Kehrseite ist aber, und das ist die andere Gefahr, die sehe ich zurzeit als viel leider wahrscheinlicher an, oder zumindest ist es aktuell so, dass es sich eher in die Richtung entwickelt. Wir haben ja schon seit vielen Jahren Abbau von Demokratie im Sinne, dass Demokratie durch Strukturen eingehegt wird und damit die Handlungsspielräume von Regierungen auf einen, ja nicht nur minimalen Maß, sondern eigentlich fast eliminiert werden. Und das haben Sie ja auch in Ihrem Buch geschrieben. Und genau das ist ja auch, also die Europäische Union hat Verträge gemacht, da geht es nicht um die europäische Idee, da geht es einfach darum, die Regierung auf ein bestimmtes neoliberales Programm zu verpflichten. Auch die Eurozone ist ganz bewusst so konstruiert worden, mit dieser Allmacht der EZB, mit bestimmten Institutionen, die sich dann als Troika in die Länder einmischen können, dass Demokratie ganz stark eingeschränkt wird. Das heißt, jetzt ist es schon soweit, wenn man eine Regierung wählt, die ein anderes Programm will, muss sie nicht nur ein anderes Programm wollen, sondern sie muss sich von diesen Strukturen befreien. Wenn sie das nicht macht, in Griechenland ist mehrheitlich das passiert vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, gestern, vor einem Jahr, was ich gerade beschrieben habe. Also eine Bevölkerung hat mehrheitlich eine Partei gewählt, fast mit absoluter Mehrheit, die zunächst mal ein ganz klar anderes Programm hatte. Aber sie ist nicht so weit gegangen, dass sie gesagt hat, wir schütteln diese Strukturen an. Und in diesen Strukturen, das hat sich dann gezeigt, hatte Griechenland keine Option einer Alternative. Sondern jetzt macht Syriza ja, das, was alle vorher auch gemacht haben. Das heißt, die Hürde ist höher gelegt. Also wir haben noch Demokratie im Sinne, dass wir wählen können, aber die, die gewählt werden, kommen dann auch noch auf die Frage, warum es in Deutschland da ja doch die Linke hier auch gibt, die man wählen kann, aber es wäre natürlich schöner, wir hätten noch ein paar Partner. Aber also wir können Parteien wählen, aber sie müssen tatsächlich so konsequent sein, dass sie auch diese Strukturen in Frage stellen, sonst haben sie relativ wenig Handlungsspielräume. In Deutschland hätten sie noch mehr als Griechenland, Portugal, Spanien, aber es ist sozusagen strukturell eingeschmiert. Das nächste Stufe, die wird ja gerade verhandelt, sind natürlich Verträge wie TTIP oder CETA. Also das ist sozusagen dann nochmal die Potenzierung der völligen, des Einschränkens von Handlungsspielräumen. Also wenn diese Verträge gemacht sind, hat eine linke Regierung nur die Chance zu sagen, wir treten da wieder aus. Man sagt, das geht doch gar nicht mehr, alles geht irgendwie. Natürlich kann nie jemand einen Vertrag, wenn er ihn nicht einhalten will, hält er ihn nicht ein. Aber wenn man ihn einhält, ist man in der Falle. Das ist das Problem, man ist dann in der Falle und gebunden. So, und meine Sorge ist, dass eben selbst wenn das nicht mehr reicht, also wenn der Kapitalismus sich nicht mehr dadurch genug stabilisieren kann, dass er Regierungen so einschnürt, dass er es eben noch drastischer versuchen wird. Und wir haben ja in Europa nicht zufällig in ganz vielen Ländern ein wirklich erschreckendes Erstarken von richtig offen nationalistisch und rechtsorientierten Parteien. Und da muss man ja nicht nur nach Osteuropa gucken mit Polen und Ungarn, sondern es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die nächste französische Präsidentin Le Pen heißt. Also man könnte sagen, nach den letzten Regionalwahlen, gut, vielleicht auch nicht, aber es ist ja schon mal unglaublich, dass so eine Kraft in ganzen Regionen mit 40-45% abschneidet. Das wäre auch vor 5 oder 10 Jahren noch nicht denkbar gewesen. Und die machen das ja sehr geschickt, dass sie gerade auch so die sozialen Ängste und Nöte der Leute auch ansprechen. Also da ist zum Glück die AfD noch erheblich dämlicher und dümmer und plumper. Also Dämlich-Dumme und Plumpe-Partei jetzt bei 13% steht, ist ja auch ein Zeichen dafür, wie sich das politisch was verschiebt, auch in Deutschland. Also meine Sorge, um jetzt nicht nochmal ein ganz langes Referat zu halten, ich habe die Sorge, zum einen, sie werden den Weg weitergehen, Demokratie immer mehr durch Strukturen einzuschränken und damit die Hürde immer höher zu legen, dass Parteien wirklich, wenn sie ein soziales Programm haben, radikal sein müssen oder sie können so gut wie gar nichts machen. Und das ist eben bei vielen dann so, dass sie
meine, auch Hollande ist mal in Frankreich mit unglaublichen Versprechungen, was Besteuerung von Reichen und vieles andere mehr. Und jetzt ist er sozusagen gerade dabei, Agenda 2010 für Frankreich nachzuholen. Und damit natürlich die Arbeit auch für Le Pen zu erledigen, dass die Leute erst recht sich dann sozusagen nur dort aufgehoben fühlen. Also die Hürde wird immer höher. Und wenn wir es nicht schaffen, dann trotzdem ein solches radikaleres linkes Programm mit Parteien, mit großem Rückhalt umzusetzen, dann ist die Gefahr eben ganz, ganz groß, dass Rechtsparteien irgendwann die Stabilisierung des Kapitalismus übernehmen auf ihre ganz brutale Art. Und die Angst davor habe ich, und gerade deswegen wünsche ich mir, dass sich viel, viel mehr Menschen mit der Frage befassen, wie die Alternative aussehen kann. Ich finde das gar nicht so schwierig. Es geht um die Frage, wie wirtschaftliches Eigentum organisiert ist. Es muss nicht sein, dass die Kernbereiche der Wirtschaft privaten Kapitalgesellschaften gehören, die sie zwecks Profitverwertung verwalten. Natürlich gibt es andere Optionen, die genauso auch so oder noch viel mehr in Richtung Ökologie, in Richtung wirtschaftlicher Effizienz, aber nicht in dieser platten Effizienzauffassung des Kapitalismus wirksam werden. Und das sollte man viel stärker öffentlich diskutieren, weil wenn wir das nicht hinbekommen, eine solche Veränderung, dann, glaube ich, sieht die Zukunft wirklich gar nicht gut aus. Ja. Wobei die Fragebeantwortung, eigentlich bin ich da nicht der richtige Adressat, weil das sind ja sozialdemokratische Parteien. Also eigentlich war ja die Frage, warum ist bei der SPD immer noch Gabriel? Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Aber wenn man das jetzt mal gegen Ihr Buch hält, dann ergibt meiner Meinung nach vor allem zwei Fragen. Das eine ist der subjektive Faktor, also Sie sprechen vom Staatsvolk. Der spielt bei Ihnen ja nur eine marginale Rolle, also Sie sehen das eigentlich gar nicht so sehr, sondern Sie sehen ja mehr eben wirklich so eine Zusammenbruchstheorie, die Menschen, die also eine politische Sozialisation wie unsere eins durchgemacht haben, schon oft genug verkündet haben, die dritte Phase der allgemeinen Krise, und oft haben wir schon einen Zusammenbruch gesehen. Wir sind ein bisschen skeptischer als Sie, also ich glaube, der Zusammenbruch kommt nicht von selbst, sondern es kommt eben darauf an, wie man da halt den subjektiven Faktor stärkt. Das zweite ist, Sie haben es immerhin ein bisschen angesprochen in Ihrem Buch, man muss die Eigentumsfrage stellen. Also, das Problem ist, ich bin mein Bücher immer ein bisschen voraus. Ja. Und, das ist gut. Und zu diesem Thema kann ich also nur sagen, dass. Ich würde sagen, ich bin weniger optimistisch als Vorwärts. Ich bin dazu auch nicht verpflichtet, weil ich ja keine Bundestagsfraktion zu führen haben. Und zwar bin ich deshalb weniger optimistisch, weil ich denke, dass die Kontrollinstrumente, man kann auch sagen, die Handlungsfähigkeit, sozusagen nicht nur auf Seiten der Systemklempner, sondern auch auf Seiten der Systemgegner, heute dramatisch beschränkt sind, wenn sie überhaupt noch vorhanden sind. Das hat etwas mit diesem Phänomen der Globalisierung zu tun. Ja? Man kann natürlich sagen, wir wollen sozusagen demokratisch abstimmen und dann verändern wir das Eigentumsregime in Deutschland. Das hat aber angesichts der Verpflichtung, mit der wir da sprechen, über die wir da sprechen, die Bedeutung, dass zwei Jahre später derjenige, der zur Veränderung des Eigentumsregimes gewählt worden ist, nach mehreren sozusagen in Gebetnahmen durch seine Kollegen von den anderen Ländern sozusagen dann ein Syriza-Tsipras-Turn macht. Ja? Also mein Kollege Emanuel Rolstein, berühmter Soziologe, ja, noch berühmter als alle hier anwesenden Soziologen, der sozusagen in einem sehr schönen Aufsatz über das Ende des Kapitalismus, ja, das ist ein Thema, das mittlerweile eine ganze Menge Leute interessiert, sozusagen sehr optimistisch vorgesagt, in der Mitte des Jahrhunderts spätestens, also er sagt, wir befinden uns in einem Kondratjew-B-Punkt, sozusagen das Wachstum ist runter, es ist nicht zu sehen, wenn er wieder rauskommt.
da hält er sich an Gordon und das Produktivitätsproblem und so weiter, dann sagt er, sozusagen als Ergebnis ist abzusehen, dass in der Mitte dieses Jahrhunderts eine Konfrontation stattfindet über die Zukunft des Weltsystems zwischen den Davos-Leuten und den Porto Alegre-Leuten. Ja? So, Davos, jetzt sage ich Ihnen aber, sozusagen, selbst die Davos-Leute sitzen heute rum und wissen nicht mehr, wie der Laden funktioniert, den sie da selber machen. Kapitalakkumulation, Frau Wagenknecht, das geht noch und wie, aber unter sehr unsicheren Bedingungen. Die Leute sozusagen haben, also Risiko ist das Wort, das diese Leute ständig im Mund haben. Das ist nicht falsch. Und noch weniger organisiert als die Davos-Leute, die ja nur wenige sind, sind die von Porto Alegre. Und die sind deshalb so schlecht organisiert, weil die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen, ganz andere politische Traditionen verkörpern und so weiter. Dass die auf globaler Ebene handlungsfähig würden, sehe ich für die Zukunft nicht. Und ich stimme Frau Wagenknecht zu, wenn die nur auf nationaler Ebene handlungsfähig werden, dann sehen wir so mittelamerikanische Ölstaaten vor Augen, wir sehen Kuba, wir sehen, Griechenland sowieso, und das ist außerordentlich entmutigend. Deshalb setze ich ja auch eher auf eine andere Dynamik. Das braucht einen langen Atem, und da kann man sich nicht hoffen, dass wir das noch erleben. Ja? Ich setze auf die folgende Dynamik, dass der Prozess der Kapitalakkumulation, Frau Wagenknecht hat das am Beispiel der Hospitäler, der Krankenhäuser sehr gut beschrieben, sozusagen im Zuge der Intensivierung des Kapitalismus immer tiefer in gesellschaftliche Sphären eindringt, die eigentlich nicht kapitalistisch organisiert sein dürften, wenn sie ihre Funktion auch für den Kapitalismus erfüllen sollen. Denn der braucht ja auch gesunde Arbeiter. Ja? So, und einmal, das ist das Marxische Problem im Kapitel über den Arbeitstag. Das können wir da sozusagen durchbuchstabiert finden. Ne? Und sozusagen, je mehr dieser Subsumptionsprozess, wie man das in der Jargon nennt, je weiter der voranschreitet, desto mehr werden Grundlagen gefährdet, sodass sozusagen das siegreiche Vordringen des Kapitals in alle gesellschaftlichen Bereiche gleichzeitig die Voraussetzungen für ein weiteres Vordringen des Kapitals schwächt oder gut. Das ist aber ein langwieriger Prozess. In diesen Gedanken, dialektisch eingebaut, ist eine historische Erkenntnis, dass nämlich immer, wenn dieser Kapitalismus sozusagen vor sich selber gerettet wurde, das durch seine Gegner geschah. Ja? Sozusagen der konservative und laboristische Viktorianismus im 19. Jahrhundert in England führte zur Fabrikgesetzgebung. Ja? Beides, konservativ und ja. Dann sozusagen kann man sich das angucken, wenn man in den Ersten Weltkrieg geht, in die Phase der sozusagen Kriegswirtschaft und des Lernens der Staaten nicht mehr liberal zu sein, sondern Volkswirtschaften zu organisieren, wenn auch zu begrässlichen. Aber man erinnere sich an Lenin, der sozusagen gesagt hat, was ist Sozialismus? Sozialismus ist die deutsche Kriegswirtschaft plus Sowjets. Ja? So, also hat er was gesagt. Also der hat ja vieles gesagt, aber das nicht. Auch die Regierung plus Sowjets. Ja, aber auch die deutsche Kriegswirtschaft und das deutsche Postamt und die Elektrifizierung. So ist der. Ja? Also sozusagen, und dann kommen wir in die Phase der nächsten Stabilisierung, nämlich durch den New Deal, der auch durch eine Gegenbewegung der Gewerkschaften, später auch sozusagen die Spaltung der Welt und die Angst der Amerikaner, vor allen Dingen von den kommunistischen Parteien in Italien und Frankreich, war, zum Teil auch. Und sozusagen, so würde ich sagen, sozusagen muss man gucken, ob der nicht auch an einen Punkt kommt, wo seine Reproduktionsfähigkeit daran scheitert, dass er nichts mehr übrig gelassen hat, was sozusagen alternative Formen der Vergesellschaftung und der Gesellschaftsorganisation bedeutet. Ich glaube, dass wir an diesem Punkt sehr schnell ankommen werden. Ich glaube, dass wir auf dem Weg an diesem Schritt, Amerika ist schon längst da. Wenn ich am Schluss, das sage ich mal, wenn ich am Schluss gesagt habe, sozusagen dieses große Experiment einer marktkonformen Gesellschaft, dann müssen Sie sich ungefähr Folgendes vorstellen. Der Arbeitsmarkt einer radikal durchkapitalisierten Gesellschaft,
gibt keine dauerhaften Perspektiven für Individuen mehr her. Der sagt sozusagen, ihr müsst euch einrichten, das wird sich ändern, freut euch doch, ihr kriegt keine goldene Uhr am Ende von 50 Jahren Volkswagenarbeit, ihr habt sozusagen die Freiheit, euch immer wieder, ihr könnt auch alles sozusagen, braucht nicht unbedingt als Taxifahrer Sozialbeiträge zu bezahlen, ihr könnt auch bei Uber Taxi fahren und so weiter, ihr könnt eure Wohnung vermieten, nicht wahr? Und so kommen dann sozusagen Situationen, wo die Leute trainiert werden, dieses Leben zu leben. Und da behaupte ich, gibt es Stellen, und da kommt bei mir Corbyn und Dings an, da gibt es Stellen, wo Leute sagen, diese Prekarität wollen wir nicht mehr mitmachen. Das sind erst wenige. Denn einige profitieren davon ja auch. Das sind erst wenige. Aber ich denke, dass an der Stelle sozusagen eine Bruchstelle ist. Dass die Leute sagen, wir wollen nicht in einer marktkonformen Gesellschaft leben, weil es auch noch andere Lebensformen gibt, die geschützt werden müssen vor dem Zugriff des Marktes. Das meine ich mit unserer konservativen Überzeugung, die aber auch eine sozialistische Überzeugung ist. Und die Mischung zwischen den beiden ist ja eine interessante. Und da sozusagen denke ich, dass dieses Experiment des Thatcher, es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur noch Individuen von ihrer Familie, das lässt sich nicht durchziehen. Und das wird immer stärkeren Widerstand erzeugen. Nicht unbedingt, dass die jetzt die Linke werden. Es kann auch sein, dass diese Leute dann rumlaufen und irgendwelche Rechtsradikale wählen, wenn die Linke ihnen nichts anzubieten hat. Ja, nicht nur deswegen, sondern unsere Namensgeberin hat ja diese alternative Sozialismus oder Barbarei benannt. Ne? Und wenn man sich eben anguckt, auch was Sarah jetzt genannt hat, nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Westeuropa, das sind ja jetzt nicht nur junge Leute, die wählen, sondern die haben ja auch mächtige Menschen und mächtige Institutionen, die sie möglicherweise stützen, ne? Weil dann der Kapitalismus vielleicht da nochmal nochmal versucht, sich auf eine andere Weise Zeit zu kaufen. Ja, ja. Ich würde sagen, und dann vielleicht auch an die Stelle, ich würde sagen, die Schuld ist nicht so sehr bei den mächtigen im Hintergrund, die Leute finanzieren, sondern ist bei den sozialdemokratischen Parteien, die diese Leute sozusagen verlassen haben, weil sie auf diesen Wahnsinnstrip der Globalisierung abgefahren sind. Und gesagt haben, ja, also jetzt kommen wir alles global und wir fahren alle ICE und wir fliegen mit den Bogenfahrern durch die Gegend. Und da bleiben dann die anderen da sitzen, die sozusagen denken, die haben uns hier aussortiert. Ja? Und dann werde ich furchtbar älter. Und man kann ja von denen nicht erwarten, dass die alle Marx und was weiß ich gelesen haben. Aber das sind einfache Leute. Und dann bildet sich das, was man besser auf die Mauer nimmt. Ja, die werden einfach furchtbar böse. Und ich persönlich denke, dass diese Art von böse werden, sozusagen auch durchaus was Positives sein. Es muss endlich signalisiert werden an die Mehrheitsgesellschaft, dass diese Art der Gesellschaftsspaltung, die sozusagen zwischen modernen, globalisierten Sektoren und dann denen, die man da noch sitzen lässt und vielleicht irgendwie sozialpolitisch abwirtschaftet. Ja? Diese Spaltung muss aufhören. Dazu braucht man, und das sehe ich schon wieder hochinteressant, dass auch auf der Linken sich das durchsetzt, da braucht man sozusagen eine Wiederherstellung demokratischer Souveränität in kleineren Einheiten als sozusagen Europa insgesamt. Und man muss sozusagen diese demokratische Souveränität absichern. Man muss also zurückkommen zu politischen Formen, mit denen Leute sich identifizieren können, mit denen sie reden. Die meisten Leute verstehen auch gar nicht, was da in Brüssel geredet wird, weil das alles auf Englisch stattfindet. Ja. Also, da würde ich sagen, es ist hochinteressant, was da im Populismus stattfindet. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, das ist etwas, da müssen wir sofort ersticken oder erklären, die müssen den Schnabel halten, weil die so blöd sind. Ja. Wir haben jetzt diese Kritik an Euro und Europa angesprochen. Das ist ja vielleicht ein Punkt, wo du auch viele Gemeinsamkeiten mit Wolfgang Streeck hast, wo es eben auch um die Frage geht, wollen wir eigentlich zurück jetzt zu einem Nationalstaat oder wie können wir denn wieder die Stärkung der Souveränität der Menschen vorantreiben? Die Debatte wird, glaube ich, oft
unter den falschen Slogans geführt. Also zurück zum Nationalstaat, das klingt irgendwie muffig, altbacken und auf jeden Fall rechts. Und ich, ja, ist ja so. Also jeder sieht das so. Das Problem ist, ja, nee, aber ich habe ja, also ich werde es ja gleich versuchen, ein bisschen aufzulösen. Das Problem dabei ist, dass eigentlich die heutige EU, so wie sie konstruiert ist und wie sie wirkt, der vehementeste Beförderer nationalistischer Tendenzen in einzelnen Mitgliedstaaten ist. Also es gibt also der Kontrast ist nicht, wollen wir tolle Nationalstaaten und sind wir jetzt alle wieder ganz stolz im nationalen Rahmen oder wollen wir die EU, das ist überhaupt nicht der Gegensatz. Sondern der Gegensatz ist, bekommen wir in Europa wieder eine funktionierende Demokratie. Und die muss in Rahmen funktionieren, mit denen sozusagen, wo die Menschen auch eine Chance haben, die Leute, die sie wählen, zu beaufsichtigen, zu kontrollieren und wahrzunehmen, was sie tun. Und das fängt in der Gemeinde an, das geht bei den Regionen und Bundesländern weiter und es endet dann erstmal natürlich schon in dem Gebilde, was sich historisch als Nationalstaat entwickelt hat, wobei das ja in der Regel noch nicht mal nationale Staaten sind. Also es gibt ja viele Staaten, wo ganz unterschiedliche kulturelle Gruppen wohnen, wo man jetzt gar nicht mal unbedingt den Begriff Nationalstaat sozusagen mit der Betonung national, sondern es ist einfach ein historisch entstandener Raum, in dem Menschen auch bestimmte Leistungen, auch Sozialstaat und Ähnliches erkämpfen konnten in der Geschichte. Also es gab sozusagen das europäische Sozialmodell nie über einen europäischen Vertrag, sondern es gab europäische Sozialstaaten, in denen man soziale Leistungen erkämpft hatte. Und die EU hat eigentlich seit Maastricht immer alles daran gesetzt, das auszuheben. Das ist übrigens auch ein Projekt, was nicht zufällig passiert ist. Also man kann sich zum Beispiel, ich finde das hochinteressant, die Schriften von Hayek angucken, also dieser wirklich beinharte neoliberale Hayek. Der hat zu einer Zeit, als sozusagen die Idee gerade so in ihren ersten Anfängen war, hat er das Projekt entworfen, also er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man eine, er nennt das liberale, ich würde eben sagen die neoliberale, das ist ja das, was wir heute sozusagen damit assoziieren, wie kann man eine neoliberale Politik möglichst gegen Wahlen absichern. Also dass sichergestellt ist, die Leute können wählen, was sie wollen, aber es muss sozusagen bestimmter neoliberaler Rahmen gewährleistet sein. Und da hat er das Projekt entworfen, das wäre doch ganz gut, sozusagen auf europäischer Ebene, also den einzelnen Staaten, also er hat sogar einen europäischen Bundesstaat ins Gespräch gebracht dafür, hat gesagt, das wäre doch eigentlich eine tolle Idee. Der ist so weit weg, also da können die einzelnen Staaten fast nichts mehr machen, weil sie eben den Bundesstaat über sich haben. Und der selber ist so weit weg, da ist sozusagen wahrscheinlich also demokratiefreie Zone. Und das ist ja das, was wir auch aktuell erleben. Also ich meine, das Europäische Parlament ist ja genauso gewählt wie der Bundestag und die nationalen Parlamente. Nur es gehen noch nicht mal ein Drittel der Europäer hin, wenn die Wahlen sind. Weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie beaufsichtigen können, was da passiert. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass zum Beispiel in Berlin, was auch schon schlimm genug ist, ist das Verhältnis von Lobbyisten und Abgeordneten 1:8. Also auf einen Abgeordneten kommen 8 Lobbyisten. Ist also nicht gerade Ausweis einer blühenden Demokratie, aber in Brüssel ist das Verhältnis 1:20, also auf einen Abgeordneten 20 Lobbyisten. Das hat auch was damit zu tun, also auch die Struktur, zum Beispiel im Bundestag ist es nicht üblich, dass in den normalen Ausschusssitzungen immer Lobbyisten drin sitzen. Im Europäischen Parlament ist das üblich, da sitzen normalerweise in den Sitzungen der gewählten sozusagen Vertreter mehr Lobbyisten dabei als Abgeordnete. Die haben richtig sozusagen die ganzen hinteren Reihen, alles nur Lobbyisten. Das wäre im Rahmen eines Staates nicht möglich oder zumindest sehr unwahrscheinlich, weil die Leute es mitkriegen würden. Brüssel kriegt es keiner mit. Also insoweit finde ich, sollte man die Debatte lösen von der Frage national oder europäisch, sondern die Frage ist, wie kann Demokratie funktionieren und wie durchkreuzt man diese ständige Strategie, die der Kapitalismus immer hat, Demokratie möglichst unwirksam zu machen, weil wenn Demokratie wirklich lebt, ist es ungünstig für die, die im Kapitalismus oben schwimmen, weil das ist eben eine Minderheit, die Kapitaleinkommen haben wollen. Also das ist dieser Dauerkonflikt, den wir hier haben und deswegen würde ich halt diese Diskussion auch über Europa eben so führen, weil ich bin sehr dafür, dass man europäische Regeln aushandelt, auch, das kann man ja auch zwischen den Staaten machen,
Zum Beispiel sinnvolle Steuergesetze. Ich meine, das ist ja auch interessant, dass diese EU mit ihrem ganzen bürokratischen Apparat und Aufwand und ihrem Hineinregieren in die Mitgliedstaaten es bis heute nicht geschafft hat, irgendeine Harmonisierung bei der Unternehmensbesteuerung oder bei der Vermögensbesteuerung zu kriegen. Das zeigt ja auch, welche Interessen da eine Rolle spielen. Also sie schreiben den Mitgliedstaaten vor, wie sie ihre Daseinsvorsorge in der Kommune zu organisieren haben und was sie da europaweit ausschreiben müssen, wenn sie irgendein Projekt dort machen wollen. Aber dass die Unternehmen, die nun wirklich diesen Binnenmarkt als beste Gelegenheit nutzen, ihre Steuern runterzudrücken, weil sie die einzelnen Staaten gegeneinander ausspielen, dass man das mal vielleicht harmonisiert, ist natürlich überhaupt nicht drin. Oder auch noch ein anderes Beispiel. Also es zeigt ja auch, wie diese Verträge gestrickt sind. Die Verträge sagen, ihr dürft euch nicht verschulden. Das war seit Maastricht das Kriterium, also Schuldenlimit für die öffentliche Hand. Gleichzeitig eben keine Steuerharmonisierung heißt Kürzung öffentlicher Ausgaben. Also man kann halt relativ wenig Spielräume, die Steuern zu erhöhen, man muss aber die Schulden verringern, also sinken die Ausgabenmöglichkeiten. Gleichzeitig gibt es auch keine irgendwie Handhabe gegen Staaten, wo zum Beispiel die Armut steigt. Also statt ein Schuldenkriterium hätte man ja genauso gut sagen können, Armutskriterium. Ein Land, wo die Schere zu weit auseinander geht, kriegt einen Blaubrief aus Brüssel. Ja, aber das wäre dann eben ein anderes Brüssel. Das wäre auch eine völlig andere EU. Also das hat mit dem heutigen nichts zu tun. Und deswegen finde ich eben wirklich wichtig, diese Debatte davon zu lösen, ob man jetzt für Europa ist oder nicht für Europa ist. Diese EU wirkt dahin, dass Europa kaputt geht. Und ich sage mal, wenn irgendwann solche Parteien wie Front National und andere wirklich an die Macht kommen, dann ist die EU am Ende, aber dann hat sie ein nationalistisches Ende und das ist das schlimmste Ende, was sie natürlich dann auch haben kann. Also ich kann das nur völlig unterstreichen und darf dann ja auch sagen, dass wir in unserem Institut sozusagen da auch eine gewisse, seit ich würde mal sagen, 15 Jahren eine mühsame Vorarbeit geleistet haben, damit das Problem überhaupt erkannt wurde. Sie müssen ja sehen, dass in der deutschen Öffentlichkeit und in der deutschen Politikwissenschaft es eine Zeit gab, in der man nur Europa sagen musste und alle sind auf die Knie gefallen und haben sozusagen den Gebetsstab verfallen. Weil selbst jetzt noch, wo sozusagen der oberste Steuerhinterziehungsbeihelfer Europas zum Kommissionspräsidenten gewählt. Der eigentlich sozusagen sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen zu sagen, wie sie in Luxemburg sozusagen kleine Steuerschlupflöcher entdecken können. Ja? Und der dann noch unter der Beihilfe unseres werten Kollegen Jürgen Habermas sozusagen am Tag nach der Europawahl in einem Interview mit der FAZ mitteilte, dass wenn jetzt Juncker das nicht würde, wäre das ein Stich ins Herz der europäischen Demokratie. Das war so eine Überschrift. Ein Stich ins Herz der europäischen Demokratie, wenn der oberste Steuerhinterziehungsbeihilfe nicht die Kommission wird. Und dann hinterher damit beauftragt wird, die Steuerschlupflöcher. Ich meine, manchmal hat man das Gefühl, man wird hier sozusagen völlig veralbert. Ja. Ich kann das als Wissenschaftler ab und zu sagen, ja, weil an sich gehört es zum unglücklicherweise zum Konvent der Wissenschaft, dass man sich nicht so klar ausdrückt. Da sagt man, das ist vielleicht funktionale Differenzierung und so weiter. Ja, also, ich hätte das verarbeitet. Und so möchte ich aber noch mal sagen zur Frage Nation und Europa. Ne? Ich meine, ich habe ja mit Interesse gelesen, gestern oder vorgestern in der FAZ diesen Artikel von dieser Frau Küppers, der sozusagen sie, die als national-bolschewistische Traditionsfrau sozusagen geschrieben. Dann heißt das National-Bolschewismus. Jetzt, wenn man sich das anguckt, dann sieht man, wie das in diesem Land eine Diffamierungsmaschine sozusagen angeworfen werden kann,
an der Stelle, wo jemand es auch nur wagt zu sagen, dass die Reste nationaler Demokratie, die wir noch haben, unbedingt verteidigt werden müssen gegen den technokratischen Apparat in Brüssel, der uns das auch noch wegnehmen will. Ja, und das ist ja im Grunde der Kern dessen, das nennt die dann Nationalbolschewismus. Da kann man sozusagen echt drüber nachdenken und ins Grübeln kommen, wie das in einer Qualitätszeitung möglich ist. Ja. Nun, Sie muss das nicht so stören, denn Sie wissen ja, Sie müssen damit, aber ich denke, dass das verweist auf ein größeres Muster. Und das Muster ist, dass in diesem Land, wenn jemand sagt, sozusagen, man soll doch die nationalen Errungenschaften im Wohlfahrtsstaat und Demokratie, die kann man nicht einfach aufgeben, man kann sie auch nicht einfach in Brüssel aufgehen lassen, weil das viel zu riskant ist, weil unter den gegenwärtigen Kräfteverhältnissen, wenn man da sozusagen etwas aufmacht, sozusagen alles Mögliche reinströmen kann, was man nicht haben will. Das, man fängt ja an damit, dass man sagt, jetzt machen wir überall ein Grundeinkommen in Europa und nach 3 Jahren, wenn das mal durchgekaut ist, haben wir überall Hartz IV in Europa. Ne? Das ist ja so, wie das geht. Denn der Bundeskanzler ist ja nicht, die Bundeskanzlerin ist ja nicht Frau Wagenknecht oder jemand anderer. Ja. Also, da würde ich sagen, Nation, das muss man neu denken. Und zwar würde ich folgenden Vorschlag machen. Also, man muss zur Kenntnis nehmen, dass es in diesem Europa eine Vielfalt an politischen Traditionen, auch Freiheitstraditionen, auch politischen Sprechweisen und sozusagen kollektiven Selbstverständnissen gibt, die sich ohne weiteres miteinander übersetzen lassen. Für den Politikwissenschaftler ist das eigentlich klar. Wenn Sie zum Beispiel ein Spezialist in französischer Politik werden wollen und Sie sind Deutscher, dann können Sie 30 Jahre lang hart daran arbeiten und dann haben Sie vielleicht verstanden, also tief verstanden, was da eigentlich passiert. Ja? Das liegt einfach daran, dass bestimmte Worte ganz andere Bedeutung haben, dass man den Traditionshintergrund kennen muss und so weiter. Die Vorstellung, dass man diese unterschiedlichen Diskurse, die national und historisch grundiert sind, sozusagen in einen europäischen Einheitsdiskurs überführen kann, in dem alle sozusagen plötzlich sich wie Computer untereinander verstehen, weil man jetzt ein Computerprogramm spricht, in dem es keine Ambivalenzen mehr gibt. Das ist eine völlig unsinnige Vorstellung. Ich wundere mich, wie jemand wie Habermas glauben kann, gerade jemand, der sozusagen über Kommunikation schreibt, glauben kann, dass eine solche Form sozusagen der ungebrochenen Übersetzung. Sie wissen, wir wissen doch alle, wie schwer es ist, einen Text von einer Sprache in eine andere zu übersetzen, selbst wenn man beide Sprachen perfekt beherrscht. Ich kann davon ein Lied singen. Ja? Aber die Vorstellung, dass wir plötzlich eine europäische Öffentlichkeit haben könnten, in der alle Englisch sprechen, ohne dass ein großer Teil der europäischen Bevölkerung sich ausgeschlossen fühlt und nicht mehr versteht, was die da sprechen, diese Vorstellung ist für mich so abenteuerlich und gefährlich, dass es sozusagen auch in Deutschland angebracht ist, sozusagen darüber nachzudenken, wie man in einer Neuformulierung der, was man auf Französisch Finalität der europäischen Integration nennt, in einer Neuformulierung, die dringend her muss, und man weiß ja, wie diese Eurokraten verweigern die Frage, was ist eigentlich, wo soll es eigentlich hingehen? Immer wenn man die Frage sagen, die, ja, das wissen wir auch nicht, oder jedenfalls kein Superstaat und so weiter. In dieser Frage, es ist sozusagen dringend notwendig, dass man da Klarheit verschafft. Da muss man eine Anerkennung der nationalen Unterschiede in Europa in ein Regime einbauen, in dem diese Unterschiede produktiv genutzt werden können und nicht dazu führen, dass man sich gegenseitig bekämpft oder wie heute, wo man versucht, allen eine Währung und einen Wirtschaftsstil aufzuzwingen, sozusagen eins bei rauskommt. Gehen Sie mal als Deutscher nach Italien, selbst wenn Sie jemand wie ich, also ein Gegner des Euro sind, dann gehen Sie mal in eine Versammlung von Politikern und Intellektuellen, dann hören Sie sich erstmal an, was die Ihnen über Deutschland erzählen. Und das sozusagen können Sie in Griechenland wiederholen, das können Sie in Spanien wiederholen, das können Sie in Frankreich sowieso wiederholen, ja, und in England, die verstehen das sowieso nicht, ja, die denken, die spinnen. Ja, und deshalb sozusagen würde ich sagen, kann man darüber reden,
Da muss man auch produktiv über die Rolle von Nationen reden in der Geschichte der Demokratisierung Europas und in der Zukunft der Demokratisierung Europas. Okay, aber das lassen wir jetzt mal. Es ist ja eigentlich sehr, dass wir die Diskussion eröffnen, dass ich stelle nur mal meine Frage und lassen Sie die einfach offen stehen. Jetzt wird hier so viel, ich meine, Sie entwickeln so viel Gemeinsamkeit und jetzt sagen Sie den Europäern, die sollen mal sagen, wo es hingeht. Und das ist eben eine Frage, die ich eigentlich auch an Sie hätte und wo ich denke, dass da eben auch noch immer ein großer Unterschied besteht, möglicherweise zwischen unseren beiden Diskutanten hier. Aber jetzt. Naja, also Sarah entwickelt ein Modell, was sich ja immerhin noch sozialistisch nennt. Ne? Obwohl ihr ja auch vorgehalten wird, sie wieder zurück zum Ordoliberalismus. Und sie sagen, naja, schauen wir mal. Aber sagen wir, dass sie den Kapitalismus, also diese Eigentumsordnung, sie sagen ja selber, dass es damit mit dem selbstverwertenden Wert was zu tun hat. Das finde ich eigentlich nicht, dass sie das in Frage stellen, sondern sie stellen in Frage, wie der sich gegenwärtig aufführt und dass er damit nicht mehr weiterkommt. Da sage ich jetzt nur noch was. Nein, ich sehe das nicht normativ und preskriptiv, sozusagen, weil ich das nicht muss. Ich gucke mir das an, was ich denke, was bestenfalls passieren kann und nicht das, was getan werden soll. Und was bestenfalls passieren kann, ist, dass an vielen Stellen dieser Gesellschaft sozusagen es anfängt zu knirschen, weil das Eindringen des Kapitalverwertungsprozesses in die alltägliche Lebensform zu Friktionen führt, die sich in der einen oder anderen Weise ausdrücken. Und wo es auch die Intelligenz der Politiker darin liegen muss, diese Friktionen zu erspüren und dann darauf sozusagen konstruktiv zu antworten. Wenn Sie denen, die jetzt sozusagen bei der AfD oder bei Le Pen rumlaufen, sagen, da müssen wir noch am Eigentumsrecht in der Verfassung sagen, dass es aber jetzt auch wirklich dem allgemeinen Interesse dienen muss, der Gebrauch des Eigentums, Artikel so und so. Das interessiert die überhaupt nicht. Das verstehen die auch gar nicht. Die Leute, die leiden unter diesem sozusagen komischen Modernisierungsprozess, die gehen ja nicht mal mehr wählen. Ja, hier in unserem Institut haben wir uns das angeguckt, sozusagen, je mehr Arbeitslose es in einem Wahlkreis gibt, desto geringer ist die Wahlbeteiligung. Je mehr Arme es in einem Wahlkreis gibt, desto geringer. Je mehr Ausländer in einem Wahlkreis leben, desto geringer ist die Wahlbeteiligung der Deutschen. Ja? Und wenn Sie denen kommen und sagen, dann wollen wir jetzt auch noch bitteschön irgendwas beschlagnahmen und so weiter, da machen Sie nichts. Aber wenn Sie anschließen an die Erfahrung, dass die Leute sozusagen, selbst wenn sie zwei Einkommen haben, sozusagen nicht mehr über die Runden kommen oder aufstocken gehen müssen oder sowas, und wenn sie die Ressentiments aufgreifen, die daraus entstehen, die heute nicht artikuliert werden, ja, dann könnte ich mir vorstellen, kann an der einen oder anderen Stelle was aufblühen. Ja. Aber das muss daran ansetzen. Oder auch an dem, was man bei Familien, ich habe mich ein bisschen mit Familiensoziologie beschäftigt, in Amerika, schlimmer als hier, aber hier sind wir auf dem Weg dahin. Sozusagen die Mittelschichtfamilien mit dem medianen Einkommen, zwei Kinder, das ist die Hölle. Die arbeiten den ganzen Tag wie die Willen und kommen nicht auf einen grünen Zweig. Ja? Und in Amerika sagt man denen, aber es ist jetzt der American Dream und in so und so vielen Jahren bist du dann auch ganz oben und so weiter. Und die glauben das auch noch. Aber Bernie Sanders, ja, pass mal auf, das muss ich doch sagen. Sozusagen im Wahlkampf des Jahres 2000, da hat sozusagen Al Gore dem Bush, erster Wahlkampf, vorgeworfen, sein Wirtschaftsprogramm diene nur den obersten 1%. Daraufhin ist gar nichts passiert. Dann hat man einen Poll gemacht, einen Survey. Da hat sich herausgestellt, dass von den Wählern, von den prospektiven Wählern, die anderen zählen ja nicht, 19% glauben, sie seien schon in den obersten 1%. Und 21% denken, dass sie irgendwann in Zukunft in ihrem Leben in den obersten 21% sein werden. Und dass dieser Wort, dass er ein gemeiner Mensch ist, weil er etwas dagegen hat, dass der Bush was für den obersten 1% tut. Ja? Wenn jetzt
sozusagen 16 Jahre später, sozusagen innerhalb der Demokratischen Partei, dieser Sanders sozusagen so viele Stimmen kriegt, als jemand, der die Frechheit hat, sich vorzustellen als demokratischer Sozialist, der immer vor 5 Jahren in Amerika noch erschossen war. Ja? Ja, das kann ja nicht sein. Also, dass dieser Sanders sozusagen jetzt so viele Stimmen, das war ein gutes Zeichen. Da kann man doch sehen, dass an dieser Stelle sozusagen etwas sich bewegt. Und so denke ich, wäre die Aufgabe der einer Partei, der Linken, diese Stellen aufzuspüren und aufzufassen, anstatt irgendwelche Blaupausen für die zukünftige Wirtschaft. Dieses Ding muss erstmal richtig an die Wand gehen und es muss überall alles Mögliche passieren, dann kann man. Möchte ich schon nochmal. Okay. Also ich bin natürlich nicht der Meinung, dass wir jetzt in die Wohngebiete, wo Menschen, die überhaupt nichts mehr von diesem Kapitalismus zu erwarten haben, leben, wenn wir die erreichen wollen, dass wir dorthin gehen und sagen, ich wollte mal mit euch über die Form des wirtschaftlichen Eigentums und die künftige Gestaltung von Kapitalgesellschaften diskutieren. Schmeißen die mich raus. Also klar, das ist logisch. Wir müssen da anknüpfen, wo die sozialen Probleme sind, und natürlich geht es darum, dass es diesen Menschen schlicht und ergreifend persönlich besser geht und besser gehen könnte in einer anderen Wirtschaftsordnung, in einer anderen Gesellschaft. Trotzdem, und das ist sozusagen, ich finde, man sollte das nicht gegeneinander setzen. Das ist das eine. Ich meine, auch wenn man irgendwo in einer Talkshow ist oder irgendwo auftritt, wo man nicht gerade in der Uni ist, war das ja auch ein bisschen Luxus. Also außerhalb von Unis mache ich das ja schon ganz wenig. Da macht man natürlich eher sozusagen wirklich die Verteilungsfrage und die Frage der Ungleichheit und die Frage, wie sozusagen, ob man auch von gekaufter Politik natürlich und von solchen Dingen, dass sich das ändern muss und dass sich Menschen dagegen wehren können und auch wehren sollten. Klar, aber wir sollten doch trotzdem, und ich finde, wir brauchen das. Und zwar bei denen, und da spreche ich Sie schon an als Universitätspublikum, also bei denen, die sich jetzt mehr theoretisch auch mit Alternativen beschäftigen, brauchen wir doch ein Konzept, auch wie es anders funktionieren kann. Ich meine, warum ist denn das in Griechenland so schlimm gegangen? Die Regierung hatte keinen Plan B. Ob der Plan B jetzt gleich sozusagen die Überwindung des Kapitalismus hätte sein müssen, das ist nicht mal dahingestellt. Aber sie hatte sozusagen jenseits dessen, also sie hatte klares Programm für, das ist ja wirklich gewählt worden, Schluss mit dieser Austeritätspolitik, die dieses Land immer mehr kaputt macht. Und da hatte sie ganz klare Forderungen. Aber sie hatte eigentlich keine Vorstellung, wenn sozusagen die anderen Europäer und die Brüssel und die Troika, wenn die nicht sagen, okay, macht das, ihr seid gewählt, wir schauen zu und finden das toll, dass ihr die Demokratie in Griechenland umsetzt. Da hatten sie kein Konzept. Aber für den Plan B, das hätte man nicht im Wahlkampf als großes Thema machen müssen, aber man muss es im Hinterkopf haben, man muss doch ein Konzept haben dafür. Und das ist das, was ich schon finde. Ich finde, wir brauchen als Linke, und zwar nicht schlichte Antworten, also ich finde nicht, dass man die Wirtschaft irgendwie jetzt komplett verstaatlichen kann und dann der Meinung ist, das ist jetzt das tolle Alternativmodell. Aber wir brauchen noch Ideen für andere Formen von Eigentum, was wir wollen, wo wir hinwollen. Wir brauchen noch eine Alternative, wo die Leute auch wieder das Gefühl haben, zumindest die, die sich mehr damit beschäftigen wollen, das könnte funktionieren. Weil ich bin überzeugt, also mit der Hauptstabilitätsanker dieses Kapitalismus ist, dass die meisten Menschen, wenn sie über Alternativen nachdenken, dann eher denken, na Gottes Willen, da kommt dann vielleicht wieder die DDR oder die Sowjetunion, das wird ja auch immer wieder so dargestellt, also wer den Kapitalismus überwinden will, der will irgendwie diese alten Modelle zurück. Und das ist in den Köpfen drin. Und sie können sich irgendwie auch nicht vorstellen, wie es anders geht, und dann hat man so das Gefühl, na ja, also wenn alle jetzt allen alles gehört, ist das vielleicht auch nicht so toll, dann wird dann irgendwie so getan, ja, die Linke wollen jedes Eigentum aufheben. Man hat das Gefühl, ja, dann muss ich ja vielleicht irgendwann mit allen alles teilen und tauschen, will man vielleicht auch nicht. Also ich finde, wir brauchen Konzepte, die überzeugend sind. Ich finde sie auch gar nicht so schwierig.
Also wenn wir zum Beispiel sagen, eine Wurzel des Übels, auch der Nichtbewältigung von ökologischen Problemen und vielem anderen mehr, ist Kapitalverwertung und der ständige Zwang, sich verwerten zu müssen und damit eben auch ständig wachsen zu müssen, dann braucht man eine Organisation von Unternehmen, die verhindert, dass Unternehmen Anlageobjekte für Kapital sind. Und das geht, weil Kapital ist eben Geld, Kapital ist nicht Maschine. Also natürlich kann man trotzdem eine tief sozusagen automatisierte und hochtechnologische Produktion haben. Wir haben ja zum Beispiel aktuell den Trend, der ist ja per se gar nicht so schlecht, dass über die modernen digitalen Strukturen immer mehr Vernetzung stattfindet, über Unternehmensnetzen hinaus sozusagen von Wertschöpfung. Also gar nicht mehr so viele Märkte, sondern überwiegend schon über solche, sozusagen, das ist ja dann, was immer wieder als Industrie 4.0 und so weiter diskutiert wird, ist ja eine digitale Vernetzung der Wertschöpfungskette. Aber da ist eben die entscheidende Frage, wer hat diese digitalen Plattformen? Sind das private, profitorientierte Konzerne? Dann ist das wirklich die Hölle. Oder kann man dafür eine Form finden von nicht Staatseigentum, aber doch sozusagen nicht profitorientiertem Eigentum? Also so etwas Ähnliches, wie es das heute natürlich auch schon mit gemeinnützigen Trägern oder öffentlich-rechtlichen Formen oder Ähnlichem gibt. Also da muss man auch drüber nachdenken. Also ich finde, dass man dieses Thema setzen muss. Und dann ist es natürlich auch bei kommerziellen Unternehmen, finde ich, wesentlich sinnvoller, wenn die ihren Mitarbeitern gehören, als wenn die irgendeiner Eigentümerdynastie und irgendwelchen Erben gehören, die da ständig nur ihre Erträge rausziehen und gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. In dem Sinne, ich finde, wir dürfen es nicht gegeneinander stellen. Wir müssen zum einen Menschen überhaupt wieder auch motivieren, sich überhaupt wieder am politischen Prozess zu beteiligen. Das ist ja ein Riesenproblem. Also das ist ja auch ein Moment der Demokratieabschaffung, was wir erleben, dass ein Teil der Bevölkerung sich ja völlig rausgezogen hat. Guckt kaum noch irgendwie politische Sendungen, sie lesen keine Zeitung, weil sie gar nicht das Geld dafür haben, um die zu bestellen. Bei manchen Zeitungen ist es vielleicht auch nicht so schlimm, aber es ist ja, oder zumindest bei manchen Artikeln dieser Zeitungen, so wie eben erwähnt, aber es ist zumindest auch dann natürlich für die politische Linke schwer, diese Menschen überhaupt noch irgendwo zu erreichen. Also muss man hingehen, da wo sie leben, ansonsten kann man sie eigentlich, sie sind ja auch nicht mehr gewerkschaftlich organisiert, die haben dann irgendwelche scheiß Billigjobs, wo sie vereinzelt sind, wo sie im Grunde, das ist ja das Programm von Thatcher, ist ja weitgehend auch durchgeführt worden, diese Vereinzelung, diese Individualisierung, dieses die Menschen immer mehr ins Private zurückdrängen. Und da müssen wir was dagegen tun, aber wir sollten gleichzeitig an Konzepten arbeiten, wie es aussehen könnte jenseits des Kapitalismus. Ich glaube schon, dass das auch eine Strahlkraft haben muss, um Menschen dann zu motivieren und mitzuziehen, tatsächlich auch eine andere Perspektive durchzusetzen oder eben auch mit Druck, weil das wird ja eine Frage gesellschaftlicher Kämpfe sein, so etwas zu erreichen. Okay. Fangen wir mal an, die Konzepte gemeinsam zu entwickeln und da warten wir jetzt auf eure Wortmeldungen und dann könnt ihr auch eure kritischen Fragen natürlich loswerden, aber auch an dem Konzept mitarbeiten. Wie nicht anders zu erwarten, kritisieren Sie auch in Teilen vollkommen zu Recht den Kapitalismus und eine Eigentumsordnung, wie wir sie haben. Da ist natürlich nicht alles fein, vollkommen klar. Aber was mir auffällt ist, und das, finde ich, zieht sich bei Ihnen schon durch in roter Faden, wenn es konkret werden soll. Ich wäre auch mal gespannt von Ihnen zu hören, wie soll denn ein besseres Modell aussehen? Das vermisse ich, das sagen Sie nicht. Dann bleibt es für mich zumindest immer unkonkret. Geben Sie mal das Krankenhausbeispiel. Ja, es ist nicht alles in Ordnung. Wie soll es anders laufen? Wie soll es besser aussehen? Und ein paar Ihrer Thesen sind, ich bin Angestellter im Mittelstand, auch schlicht und ergreifend falsch. Die deutsche Wirtschaft lebt vom Mittelstand und dass mittelständische Unternehmer auch en gros Kapital aus ihren Unternehmen rausziehen, ist schlicht und ergreifend falsch. Das stimmt nicht. Das ist für das Gros des Mittelstandes nicht der Fall. Die lassen es im Gegenteil im Unternehmen stehen und verbraten es nicht privat. Also. Ich will jetzt nicht schamlos irgendwie für Publikationen Werbung machen, aber ich habe jetzt gerade
beim Verlag ein Manuskript abgegeben. Also ich hatte es eigentlich im letzten Buch auch schon ein bisschen beschrieben, aber jetzt nochmal wesentlich ausführlicher, wird also im März erscheinen und heißt Reichtum ohne Gier. Das war der Werbeblock. Aber sag mal, weil ich jetzt nicht sozusagen das ganze Buch erläutern kann. Aber da ist mein Anliegen, das darzustellen, wie es anders ging. Aber ich mache es mal in ein paar groben Zügen. Ich glaube, es gibt Wirtschaftsbereiche, die eignen sich nicht für Kommerz. Und die sollten deswegen auch nicht kommerziell geführt werden. Da gehört eben die Krankenhäuser dazu. Ja, ich meine, früher waren, oder viele sind es ja auch noch, Krankenhäuser, kommunales Eigentum. Wenn Kommunen gut finanziell ausgestattet sind, ist das genau, finde ich, eine richtige Form. Also ich finde, dass dafür kommunale Vertreter gewählt ja auch werden, dass kommunale Demokratie funktionieren muss. Das setzt aber voraus, und das ist der Haken heute, dass Kommunen eben über ausreichende Geldmittel verfügen, weil die selber können ja bis auf ein paar Gebühren und ein paar wirklich lächerliche Steuern, können sie natürlich selber nicht ihre Einnahmen erheben, sondern das muss der Bund machen. Und wenn der Bund eben Unternehmenssteuern senkt und Vermögenssteuer aussetzt und die Erbschaftssteuer erledigt, dann ist irgendwann eben auch bei den Kommunen nicht mehr viel da. Aber gut ausgestattete Kommunen, finde ich, sollten, das ist ein Modell, was ich für richtig halte, tatsächlich für die unmittelbare Daseinsvorsorge in ihrer Region verantwortlich sein. Da gehören die Krankenhäuser dazu, da gehört Nahverkehr dazu, da gehören die Stadtwerke dazu. Also alles das, was sich wirklich so unmittelbar eben an kommunalen Leistungen darstellt und wo es ja noch nicht mal so stimmt, wenn gesagt wird, das musste, sollte jetzt dem Markt übergeben werden. Das wurde überhaupt nie einem Markt übergeben, weil es da gar keinen Markt gibt. Das wurde privaten Monopolisten übergeben. Also Krankenhäuser sind doch nicht ernsthaft im Wettbewerb, sondern die Krankenhäuser, wenn sie privatisiert sind, also natürlich hat man gewisse Spielräume zu gucken, gehe ich da oder dorthin, und wenn man wirklich eine ernsthafte Krankheit hat, wird man sich das auch angucken, aber doch nicht, weil die im Wettbewerb stehen und man guckt dann einfach, wo ist ein Spezialist, der kann eine bestimmte Krankheit behandeln. Aber ansonsten ist der Patient doch abhängig und ausgeliefert. Und deswegen ist sozusagen jede Form der Kommerzialisierung da auch einfach menschenunwürdig, weil es ja eigentlich nur darauf hinausläuft, dass sie sich die lukrativeren Krankheiten aussuchen, die sie dann eben bevorzugt behandeln wollen. Und das funktioniert dann. Also wie gesagt, ich finde, ein Teil der Wirtschaft muss aus dem Kommerz raus, und das schließt jede Form privaten Eigentums, was sozusagen dann am Ende ja auf Rendite orientiert ist, aus. So, da gibt es eben die direkten Leistungen, dann gibt es Leistungen, die haben größere Dimensionen, die kann man nicht, also irgendwie die digitale Infrastruktur kann man jetzt schlecht den Kommunen übergeben. Da finde ich auch, die sollte nicht direkt unter staatlicher Ägide sein. Da finde ich eben solche Formen, öffentlich-rechtliche Formen oder gemeinnützige Formen. Man kann ja auch Eigentumsverhältnisse schaffen, die es noch nicht gibt, die dann einer bestimmten Kontrolle unterliegen, die aber eben nicht sozusagen unter Gesichtspunkt des Gewinns geführt werden. Das betrifft einen Teil. So, dann haben wir große Unternehmen oder eben auch das, was Sie gesagt haben, Mittelstand. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir viel stärker dagegen argumentieren müssen. Wenn der Mittelständler für den typischen Vertreter des Kapitalismus gehalten wird, das ist er nicht. Die typische Wirtschaftsform des Kapitalismus ist die Trennung von Anleger und Unternehmer. Das ist das, was ich in der großen Wirtschaft durchgesetzt habe. Und wenn das getrennt, erst dann ist sozusagen das Unternehmen Anlageobjekt. Und das haben wir bei den großen Unternehmen überwiegend spätestens in der zweiten Generation. Das ist ja das Problem, dass man eben Unternehmen so wie irgendwie ein privates Auto oder ein Eigenheim vererben kann, verkaufen kann. Also ich finde, auch darüber sollte man mehr diskutieren. Wir akzeptieren das so, diesen sozusagen bürgerlichen Eigentumsbegriff bezogen auf Unternehmen. Also ich sag mal, bei einem Eigenheim ist das ja irgendwie nachvollziehbar, dass ich ein Haus vererben kann, dass ich ein Haus verkaufen kann, meinetwegen auch, dass ich ein Haus kaputt machen kann und Neues mir hinbaue oder das Haus verlagern kann, weil ich Lust habe, von A nach B umzuziehen. Aber ein Unternehmen ist eben eine Organisation, wo hunderte oder vielleicht tausende Menschen dranhängen und deren Schicksal, und die vor allem davon lebt, was diese Menschen erarbeiten. Und deswegen glaube ich, ist da dieses klassische Eigentum völlig untauglich. Und sag mal, selbst der Kapitalismus hat ja in einem Punkt sogar sein eigenes Eigentum in Frage gestellt. Also diese Ideologie, wir haben sozusagen persönliches Eigentum an Unternehmen, stimmt ja gar nicht, wir haben haftungsbeschränktes Eigentum.
Also die typische Form des großen Unternehmens ist die Kapitalgesellschaft. Die Kapitalgesellschaft ist eine wunderbare Konstruktion, weil man als Eigentümer unbegrenzten Zugriff auf die Gewinne hat, aber nur eine ganz begrenzte Verlustgefahr, weil man nur das verlieren kann, was im Unternehmen drin schon ist als Kapital und nicht das, was man selber hat. Also es ist gar kein richtiges Eigentum im klassischen bürgerlichen Sinne. Also die Verlustmöglichkeit oder die Verlustgefahr für den Eigentümer ist begrenzt. So, und das, was im Unternehmen drin ist, das ist ja nur zu einem ganz, ganz geringen Teil das, was mal der Eigentümer eingegeben hat, sondern das ist zum überwiegenden Teil das, was die Menschen im Unternehmen erarbeitet haben. Daher kommt ja, also die Kapitalbildung im Unternehmen ist Ergebnis der Arbeit im Unternehmen, weil immer wieder Gewinne tesoriert werden. Aber die heutige Eigentumsordnung schreibt den Eigentümern, den Draußenstehenden, quasi den vollen Zugriff auf diese Gewinne zu. Das ist absurd. Und deswegen finde ich, müssen wir da eben auch über andere Formen diskutieren. Und auch bei einem mittleren Unternehmen finde ich es auch sinnvoll und angemessen, dass diejenigen, die dort arbeiten, dass ihnen das gehört, was sie dort arbeiten. Auch wenn einer als sozusagen Ideengeber und Unternehmensleiter, also haben wir ja sicherlich so ein Beispiel vor Augen, wo jemand selber das Unternehmen leitet, ja, dafür kriegt er aber das gezahlt. Der ist eben der Geschäftsführer, dafür kriegt er ein gutes Gehalt. Aber warum soll er sozusagen noch das Eigentumsrecht an allem, was im Unternehmen entsteht und erarbeitet wird, gerade wenn das dann eben vielleicht 100, 200 oder 1000 Mitarbeiter hat, warum soll ihm das zustehen und nicht denen, die es gemacht haben? Dazu gehört er ja, aber eben als einer von vielen. Also ich finde, dass solche Diskussionen durchaus sinnvoll sind und dass wir sie auch stärker führen sollten. Eckhard Tolle fasst das Problem des Kapitalismus relativ simpel zusammen, indem er sagt, dass das Ego des Menschen daran schuld ist, dass wir immer nach mehr streben und somit krankhafte Menschen sind, die besessen sind von mehr Geld und mehr Reichtum, mehr Macht und mehr Besitz. Werden wir also von Verrückten und von Kranken regiert, von Menschen, die besessen sind? Und machen diese Menschen das bewusst oder sind das unbewusste Vorgänge, die einfach so zeitgeschichtliche Konsequenzen sind? Auch wenn Sie gesagt haben, das Europa-Thema wollen Sie nicht, ich habe trotzdem da zwei Fragen. Herr Streeck, Sie tun gerade so, als ob es einen Widerspruch gäbe, also eine Eigengesetzlichkeit, gerade des größeren Apparats, der sich gegen die nationalen Parlamente und so weiter und Regierungen richtet. Ich habe vielmehr den Eindruck, da werden über Bande gespielt. Da werden Interessen einzelner Staaten über den Umweg, beispielsweise Brüssel, transportiert. Und das Zweite hängt damit zusammen. Vom Abbau der Demokratie, das ist ja ausführlich dargestellt worden. Aber es ist ja auch unsere Sozialsysteme. Die sind ja national erstritten und aufgebaut, 100 Jahre, und die werden ja dann auch kaputt gemacht. Und da ist ja dann der nächste Sprengstoff drin, alleine die Anhebung in allen Ländern des Rentenalters, nur als ein Stichwort in dem Zusammenhang, oder dieser Vorschlag europäische Arbeitslosenversicherung, wie noch einmal nationale. Also die Frage ist, kann nicht besser werden. Also als positive Vision würde ich sehen, in Lateinamerika, Kuba zum Beispiel, da gibt es im Augenblick eigentlich eine Mischform, könnte man fast sagen, von Sozialismus und Kapitalismus. Das sind die Grundbedürfnisse, Gesundheit, Bildung, Wohnung sind weitgehend in Staaten von staatlicher Hand für alle garantiert. Ich kenne es von Kooperativen in Kolumbien oder Nicaragua, dass es auch Mischformen gibt, dass es persönliches Eigentum gibt, aber auch Kollektiveigentum. Es ist ein neues Bewusstsein des Menschen nötig für den Aufbau einer sozialistischen Perspektive, eine demokratische Teilhabe, eine Identifikation des Individuums mit dem Kollektiv. Für mich ist die Frage, glauben Sie, welchen Einfluss hat jetzt vielleicht auch der gewaltige Flüchtlingsstrom? Es war ja früher so, dass praktisch die negativen Folgen des Kapitalismus waren, so wie Wetterleuchten, weit weg. Jetzt kommen die Flüchtlinge als Boten
der Armut, der Ausbeutung, der Kriege und der ganzen Resultate des Kapitalismus zu uns. Und dadurch gibt es, glauben Sie, dass die Änderung des Systems aus den Metropolen herauskommen wird oder dass vielleicht sogar der Druck der Weltmassen aus dem Trikont so groß sein wird, dass sich eine Systemänderung möglich sein wird. Okay. Wir können uns entsolidarisieren in der Welt und dann geht es mit nach rechts oder solidarisieren zum Beispiel gegen Privatisierung von Wasser und so weiter und so fort. Mein Name ist Robert Dillmas. Ich habe zwei Fragen bzw. Ansätze. Kevin? Okay. Und zwar einmal an Herrn Streeck und auch an die Frau Wagenknecht. Ja. An Herrn Streeck halt, Sie haben eben gesagt, der Kapitalismus ist am Ende. Jeder Anfang hat auch ein Ende, haben Sie gesagt. Es hat vor ca. 250 Jahren angefangen und jeder Anfang hat auch ein Ende, haben Sie ja ausgesprochen. Frau Wagner hat darauf hingewiesen, dass der Kapitalismus in Schwierigkeiten ist und dass es jetzt in einem Fortsetzungsprozess ist. Dem stimme ich in Ihrer Aussage zu. Nach meiner Ansicht ist die demokratische Form, dass jetzt in so einer Art des patriarchalischen, hegemonialen, kapitalistischen Machtmonopol dient. Und in dem neuen Programm des Kapitalismus ist es so, dass man die Entmachtung des Menschen eigentlich fortführt. Die Entmachtung des Menschen in Freihandelsabkommen, ob wir das jetzt halt Neoliberalismus nennen, Freihandelsabkommen etc., wie sie sonst so heißen, ist es eine Entmachtung des Menschen auf dem kleinsten Nenner. Also deswegen sage ich Entmachtung des Menschen, nicht nur die Demokratie oder der Gewerkschaften, der Justiz oder der Parlamente. Es ist die Entmachtung des Menschen. Ist egal, in welcher Form er dort dann halt sein sollte, halt, der dann als Individuum alleine sich zurückzieht halt und dort halt wehrlos ist halt gegen dieses Machtinstrument. Und was mir hier fehlt als Wissenschaftler, von Soziologen und Historikern generell, ist es, dass man auch die Namen benennt, die so einem kapitalistischen Machtmonopol, die unsichtbar ist, die gar nicht eigentlich dort ist, aber es sind Politiker dort, die eine richtig heuchlerische Politik fortführen. Und da fehlt mir einfach von den Wissenschaftlern einfach auch Namen. Die sollen ruhig auch mutig sein und sagen halt, diese Parteien, diese Herrschaften halt dienen so einem System gerade halt und dass man auch einen vernünftigen Aufklärungsprozess auch in der Gesellschaft vorantreiben kann. Mein zweites Anliegen geht jetzt an die Partei Die Linke sozusagen halt. Ich finde immer die Themenbereiche, die selber bei der Linken hier in Köln, ich finde die Themenbereiche halt, wenn Sie sagen halt, der Kapitalismus ist gerade in einem Krieg. Ja, und das ist heute jetzt fast gar nicht erwähnt worden, nur in einem Nebensatz vielleicht. Im Nahen Osten tobt ein fürchterlicher Krieg, ja, und es hat sich nichts geändert in der Geschichte. 1915 hat das Deutsche Kaiserreich damals mit den Osmanen, ja, ein Bündnis geschlossen hat, wo das erste millionenfache Völkermord stattgefunden hat. Dann die Armenier, das Führerarmee und die Pontusbrücken. Und dieses Machtkonstrukt, was die damals fortgeführt haben, dass sie auch den Dschihadismus halt unterstützt haben, dass sie dort halt in dem Reich, im Ölreservoir, im Nahen Osten halt ihre Einflusssphäre ausüben können, ist heute genau das Gleiche. Die Linke, zum Beispiel, also jetzt Frau Wagenknecht, die sagen jedes Mal halt, die Ursachen sind Waffenexporte, es sind zum Beispiel Militarismus, es ist auch die Kommunikation oder die Unterstützung gewissermaßen halt der freien dschihadistischen Gruppierungen halt, die ihren zum Beispiel Ölverkäufe dann halt mit der Türkei oder etc. fortführen. Die Ursache. Die Ursache ist eigentlich das Sykes-Picot-Abkommen von 1916. Die Ursache ist das, die anderen Sachen sind die Werkzeuge dafür, dass das Konstrukt so vollendet wird. Vielleicht sollte man auch okay. Darauf eingehen sollen können. Cool, und danke. Also ich finde vieles von dem, was wir gesagt haben, sehr stark. Und nicht das ganze Geklatsche und das viele Belächeln auch, oder Lache eben, haben sehr viel Zuspruch heute am Ziel gefunden. Aber mir geht es eben auch darum, wie kommen Sie an die Leute ran, die eben nicht viele schon befürworten, teilweise befürworten von dem, was Sie eigentlich hier vertreten. Also was tun Sie, um eben Leute zu erreichen, die schwer zu erreichen sind, sage ich mal.
Das würde mich sehr interessieren, weil um die geht es ja im letzten Endeffekt. Einmal würde ich gerne was sagen zum Thema Börse. Also das heißt, es ist so ein bisschen untergegangen am Anfang dieses Jahres. Die Börse ist ein extrem, also ja, die Aktien haben an Wert verloren, gerade weil das chinesische Wachstum halt nicht mehr so hoch ist. Ich glaube, dass sich darin schon ein gewisser Indikator auch verbirgt, dafür, dass 2008 quasi nur ein kleines Vorbeben von dem war, was uns eigentlich auch noch erwartet. Und da würde ich gerne mal wissen, in was für einem Zusammenhang das vielleicht zu sehen ist. Also Anleger, Kapitalisten in der Börse, ja, wie das im Zusammenhang zu sehen ist mit dem Ende des Kapitalismus. Dann, zweiter Punkt, ich bin Grundschullehrerin und ich habe schon Antworten darauf. Also gerade Schule ist ja auch ein Bereich, der ausgespart werden muss von ja, also von Wertschöpfung von, also und heute läuft es halt so, ich war bei der GEW und da steht, die Schule ist für sich selbst verantwortlich und alle, oh, juhu, wir sind in Freiheit. Das stimmt aber nicht. Also das heißt, meine Lektorin, die entscheidet über das Geschick der Schule und wir müssen dem folgen und sind für uns alleine, stehen für uns alleine und keine Schule mehr mit der anderen. Es besteht konkreter Wettbewerb von den Schülern, die man annehmen möchte und die, die man nicht annehmen möchte. Dadurch entsteht eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal explizit was zum Thema Schule hören. Und ja. Ich werde Ihnen das Mikrofon halten. Doch, doch. So. Jetzt ein paar Punkte. Also da oben hier als anthropologische Grundkategorie, nein, das dürfen Sie nicht glauben. Jede historische Gesellschaft projiziert ihren eigenen gesellschaftlichen Zustand in die Ewigkeit und hält das für die Essenz des Menschen, so wie sie heute gerade sind. Ja? Die allermeisten Menschen in Gesellschaften waren Bedarfsökonomie. Das heißt, da wurde so viel produziert, wie man brauchte, und das war es dann auch. Und Bedarf war nicht dynamisch. Die Dynamisierung des Bedarfs beginnt eigentlich erst in den 20er, 30er Jahren in Amerika mit der Einführung der Konsumgesellschaft. Und die traditionelle Subsistenzwirtschaft brauchte eine riesige Umerziehung der Leute, dass die sozusagen sich benahmen wie moderne Wirtschaftsobjekte, das heißt, dass sie alles aus sich rauszuholen versuchten, ohne dass das irgendwie gekoppelt war an einen gegebenen Marx, kann ich Ihnen empfehlen. Das Problem mit dem Kapital, ja, das ist, dass die ersten drei oder vier Kapitel völlig ungenießbar sind. Die kann man nicht lesen. Aber wenn Sie dann weitergehen und kommen auf die wirtschaftshistorischen Teile und dann sehen, wie er zum Beispiel auseinanderlegt, wie aus dem Mittelalter herausgehen, sozusagen die Arbeitgeber, das große Problem hat, dass die Leute, wenn sie Donnerstagabend sozusagen ihre zwei Schilling verdient hatten, die sie brauchten, dann sind die gar nicht mehr gekommen. Nicht wahr? Da hat auch nichts hat da gewirkt. Also Lohnanreize gab es da gar nicht. Sie wollten nur verdienen, was sie brauchten. Nur um zu sagen, das ist ein sehr schwieriger Erziehungsprozess, um Leute dazu zu bringen, sozusagen ihre Bedürfnisse zu dynamisieren und dann gleichzeitig sozusagen aus sich rauszuholen, was da drin ist, damit es irgendwie zu irgendeiner Kapitalakkumulation taucht, die auch noch in den Händen anderer Leute stattfindet. So, das wollte ich also doch als Soziologe gesagt haben. Dann bin ich sozusagen doch, ich persönlich bin, wenn es um Modelle geht, ja, das war die Frage davon, ich bin sozusagen sehr skeptisch dabei, weil alle Transformationsprozesse sozusagen lokal sind und die müssen auf dem gegenwärtigen Niveau mit den hier vorhandenen Möglichkeiten sozusagen vorangetrieben werden. Das Aufpropfen von irgendwelchen, und im Übrigen in der Diskussion kommen Sie mit Schwierigkeiten, da sagen Sie, ja, Venezuela und Chavez, und dann sagt einer, aber beim Chavez, da ist ja das falsch und so weiter. Nein, also das muss man schon selber erfinden. Modelle kann man nicht rüberbringen, man muss auf der Höhe der Zeit und mit den eigenen historischen Möglichkeiten versuchen, etwas zu verändern. Zum Beispiel, was einem Begriff, der hier nie gefallen ist, noch nicht gefallen ist, nicht
ich bin sicher, Frau Wagner hätte den gerne geäußert, Sie kamen nicht dazu. Das heißt Genossenschaft. Genossenschaft, ja? Genossenschaft, sehr interessant. Wir haben eine Tradition in Deutschland. Die sind eigentlich verschwunden, die Dinger. Oder halb verschwunden. Warum soll man da nicht anschließen und versuchen, sozusagen da auch moderne Weise was zu machen? So, Flüchtlinge, da will ich auch noch was zu sagen. Flüchtlinge, sozusagen das Problem mit dem, was passiert in der Peripherie, wo die Staaten zerschlagen werden, ist ungefähr folgendes. Sozusagen in den 60er, 50er Jahren sind dort säkulare Regime entstanden, zum Teil mit kommunistischen Tendenzen, die eine Modernisierung ihrer Gesellschaft in eine moderne sind. Die haben wir, also wir, unsere amerikanischen Freunde und so weiter, systematisch zerschlagen. Ja? Weil die sozusagen auf der falschen Seite standen. Weil man immer Angst hatte, dass solche sozusagen nationalistisch und gleichzeitig sozialistisch orientierten Regime sozusagen sich dem großen Zugriff des Imperiums entziehen können. Was ist passiert? Da, wo die zerbrochen sind, sind sozusagen entweder korrupte Militärregime eingezogen, also die Lumumba, ja, sozusagen, damit fängt das ja an, dass sie den umgebracht haben, im Kongo. Und dann sozusagen kommt eine Situation, wo diese korrupten Regime zusammenbrechen und das Einzige, was dann übrig ist an sozusagen oppositionellem Potenzial, sind religiöse Fundamentalisten. Ja, das haben wir jetzt auch im Frühling in Arabien gesehen. Und sozusagen, die haben dann eine enorme Unterstützung, weil die diese ganze moderne Gesellschaft sozusagen ablehnen, die sich identifizieren mit dem amerikanischen Imperialismus. Das kommt noch schlimmer. Die identifizieren die mit der europäisch-amerikanischen Konsumgesellschaft, von denen sie die sie aus religiösen Gründen ablehnen, aber vielleicht auch nur deshalb, weil sie eingesehen haben, dass sie die nie kriegen werden. Nie. Selbst wenn die in den Westen auswandern und sitzen in ihren Banlieues und diese Gesellschaft hat das Einzige, was sie ihnen anzubieten hat, ist sozusagen Beteiligung an der Konsumgesellschaft und die wissen, da kommen wir nie rein. Das ist der Beginn von dieser fundamentalistischen Radikalisierung. Deshalb sehe ich da auch keine, und dann entstehen diese Konflikte, die wir heute da auszutragen haben. Ja? So. Und dann möchte ich noch etwas sagen, sozusagen, was ist zu erwarten? Ja? Und am Ende und so weiter und so weiter. Also ich will das nochmal klar machen und vielleicht denken Sie darüber nach, ob das nicht eine realistische Einschätzung ist. Sondern wir gehen auf eine hochturbulente Epoche zu, in der sozusagen sowohl die Systemstrukturen wegbrechen, und sozusagen die Mehrheit der Menschen unter erhöhter, hoher Unsicherheit wird versuchen müssen, sich auf diesem Niveau weiter zu reproduzieren, mit der ständigen Möglichkeit, dass irgendwo was explodiert. Ja, also eine Blase explodiert, dann wieder 2008 und dann kommt das und dann kommt das. Wir wissen es vorher gar nicht, was da passieren kann. Wir wissen nur, dass es hochexplosiv und hochgefährlich. In dieser Situation ist sozusagen für die kleinen Leute eine Situation eingetreten, wo es eigentlich darum geht, zunächst auch Selbstbewusstsein zu gewinnen, überhaupt zu sehen, was da an Problemen auf sie zukommen kann und dann sozusagen auch emotional darauf zu reagieren. Uns wird hier was weggenommen und sozusagen wir leben in einer Epoche der Unsicherheit und es war versprochen worden, dass es sowas wie soziale Sicherheit und so weiter geben wird und wo ist die denn? Und uns ist versprochen worden, dass man sozusagen auf Dauer sich in einem Beruf und in einer Region einrichten kann. Wo ist das denn? Ja. Und ich glaube, dass dieses Unbehagen sich entwickeln wird. Wie diese Kämpfe dann ausgehen, welche Lösungen dann sozusagen konkret gefunden werden, das weiß ich nicht. Ich bin kein Vorhersager. Aber ich gucke mir an, sozusagen, wie dieses System sich entwickelt hat, denke ich, es ist ein ungeheures Konfliktpotenzial drin. Und gleichzeitig ein ungeheures Risiko und Unsicherheitspotenzial. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Aber ich möchte, dass Sie sozusagen das Gefühl haben, etwas über diese Bedrohungslage gelernt zu haben, die ich dann plakativ als Ende des Kapitalismus, genauer vielleicht Ende der kapitalistischen Gesellschaft und nicht des Kapitalismus hier, oder das Zerstören einer Gesellschaftsordnung durch den Kapitalismus und das Heraufbeschwören von Gegenreaktionen in der Gesellschaft. So beschreibe ich das.
Und so möchte ich das sozusagen hier, dass ich sich wenigstens aus dieser Seite daran erinnern, was ich versucht habe zu sagen. Das hat übrigens auch die Börse nicht mehr. Die Börse ist ein kleiner Ausdruck dieser Turbulenz und der Unerklärlichkeit, warum sozusagen trotz allen wirtschaftlichen Bedingungen dieser DAX sozusagen im letzten Jahr immer höher gestiegen. Kann ich Ihnen keinen Mensch erklären, frage ich Ihnen den schlauesten Wirtschaftler, Herr Kallis. Ja, ich will jetzt nichts von dem wiederholen, also was Herr Strich schon gesagt hat, weil in vielen, oder das, was er eben ausgeführt hat, stimme ich überein. Ich will eigentlich mehr auf die Dinge eingehen, wo noch nichts gesagt wurde oder noch ein bisschen andere Nuancen setzen. Also bei der Börse, wir haben eine riesige Blase. Aber auf diesen ganzen Vermögenswerten, auf den ganzen Vermögenswerten riesige Blasen und die platzen halt immer mal wieder. Also die ist ja noch nicht wirklich geplatzt, die ist ja nur das, was im letzten Jahr quasi hochgegangen ist, ist jetzt wieder runter. Ich sag mal, für die wirklich Superreichen ist das nicht so wichtig, weil die zwar auch davon leben, dass sie Aktien kaufen und verkaufen, aber hauptsächlich haben sie ihre Depots und sie leben von den Erträgen, die da rauskommen. Also insoweit ist das jetzt auch nicht eine massive sozusagen Beeinträchtigung des Kapitalismus oder seiner Oberschicht, sondern das ist einfach, das geht hoch und runter und es wird eigentlich erst dann bedrohlich, wenn es dann wirklich die Banken trifft. Also wenn der Crash so ist, dass die Banken dadurch richtig ernsthafte Probleme haben, das war ja 2008 der Fall. Und das kann jederzeit wiederkommen, weil eben ja auch aus der letzten Krise überhaupt keine Konsequenzen gezogen wurden. Also weder wurden irgendwelche obskuren Geschäftsmodelle verboten, noch hat man tatsächlich, also man hat einen Teil den Banken halt abgenommen und die Verluste sozialisiert, ansonsten ist alles weitergelaufen wie vorher und damit ist natürlich auch das ganze Krisenpotenzial voll nach wie vor vorhanden. Also da kann auch jederzeit wieder etwas eskalieren, also viel, viel schwerer dann wirklich auch mit wirtschaftlichen Folgen, das sehe ich durchaus. Die Frage Bildungssystem war noch eine direkt auch an mich gestellte. Also auch da finde ich, gerade am Bildungssystem, da zeigt sich wirklich, dass dieser Kapitalismus morbide ist, weil er noch nicht mal mehr gewährleistet, dass er, wo er eigentlich ja selber ein Interesse dran hat, also er braucht ja irgendwie Arbeitskräfte, die einigermaßen ausgebildet sind, damit er sie gut ausbeuten kann. Also das ist ja schon sinnvoll. Also braucht man eigentlich ein Schulsystem, wo die Leute danach, wenn sie die Schule verlassen, auch wenn es eine Hauptschule ist, lesen und schreiben können und auch ein bisschen rechnen und dann irgendwie auch eine Lehre machen. Und er braucht eigentlich auch Universitäten, die so ausgestattet sind, dass man eben dort wirklich gut studiert und danach auch einen ordentlichen Abschluss und mit entsprechenden Kenntnissen da durchgehen kann und nicht großflächige Niedriglohnsektoren, wo also wirklich die Mitarbeiter alle zwei Jahre nicht mehr wissen, wo ihre Perspektive ist, weil fast nur noch befristete Verträge und meistens ziemlich schlecht bezahlte Verträge existieren. Also das ist ja eigentlich eine Absurdität. Aber es zeigt eben auch, wie natürlich eine Gesellschaft, wo sich alles darauf konzentriert, Kapital zu verwerten, in den Bereichen, wo sich Kapital eben nicht verwertet, also bei den öffentlichen Universitäten, komplett versagt. Also die Privaten sind ja ganz anders ausgestattet und da, wenn man da entsprechend sozusagen dann die Gebühren bezahlen kann, die ja noch viel höher sind als bei den öffentlichen, da hat man ja dann auch andere Bedingungen. Also das ist einfach auch ein komplett Versagen. Das ist meines Erachtens nicht eine Böswilligkeit oder so, sondern das ist einfach, wenn Kommunen, wenn öffentliche Haushalte eben immer leerer werden, weil man sich nicht traut, das Geld bei den Unternehmen zu holen, weil man sich nicht traut, das Geld bei den Reichen zu holen, dann hat man eben auch keine Mittel, ein ordentliches Bildungssystem zu finanzieren. Und dann lässt man eben auch zu, dass sich Schulen quasi gegenseitig Konkurrenz machen. Also wenn alle Schulen gut ausgestattet wären, dann müsste man ja diesen perfiden und eigentlich perversen Wettbewerb um die Schüler, die eben dann ein bisschen sozusagen den Durchschnitt hochziehen, nicht machen, sondern dann könnte man ja tatsächlich sich auch um jedes Kind kümmern. Aber dadurch, dass man eben die Mittel nicht hat und die Mittel nicht einsetzen kann, ist diese Situation so, wie sie ist. Und die bedeutet eben auch immer mehr, dass das, was ja auch Studien belegen, in Deutschland quasi die Herkunft und die familiäre sozusagen Ausgangssituation darüber entscheidet, was aus einem Menschen wird, weil das eben schon mit der ganz frühen Auslese in der Schule anfängt. Und wenn man in einer Schule ist, die eben in einem bestimmten Viertel liegt, die entsprechend mies ausgestattet ist, dann hat das natürlich auch Folgen bis hin also für die ganze weitere Biografie. Viele kommen da aus dieser Mühle nicht mehr raus. Also ich meine, deswegen ist ja Armut erblich, nicht weil irgendwie die Leute, die im Hartz-IV-Familien aufwachsen, so toll finden, dass sie dann später auch Hartz-IV-Beziehende sind, sondern weil sie gar keine Chance haben, aus diesem ganzen Kreislauf und aus dieser ganzen Armut auszubrechen.
dann mal noch, wie erreichen wir die? Die sozusagen, das ist ja teilweise sogar fast identisch, also die eben, denen es wirklich schlecht geht, die entweder, das ist ja heutzutage auch der fließende Übergang, langzeitarbeitslos sind oder mies bezahlte Jobs haben. Meistens ist es ja bei Hartz IV heutzutage so, dass man beides ist. Also man ist phasenweise arbeitslos, dann jobbt man wieder, hat trotzdem immer noch Hartz IV Aufstockerleistung, weil die Gehälter nicht ausreichen und die Löhne. Und das sind ja überwiegend die Menschen, die sich tatsächlich auch politisch zurückziehen. Was ich durchaus verstehen kann, weil sie das Gefühl haben, dass irgendwie ihre Stimmabgabe nicht dazu führt, dass sich irgendwas in ihrem Interesse verändert. Weil sie oft genug erlebt haben, dass Parteien ihnen schöne Versprechungen machen, wenn sie regieren, tun sie das Gegenteil. Also das sind ja oft Menschen, die früher mal zum Beispiel SPD gewählt haben. So, und dann haben sie erlebt, also Regierungsbeteiligung, Kanzler Schröder hat für sie die Situation dramatisch verschlechtert. Und natürlich ist es schwer, das ist ja auch eine Situation, die die Linke, sozusagen die für die Linke die Schwierigkeit ausmacht. Menschen, die von Parteien massiv enttäuscht sind, die gehen natürlich nicht sofort hin und sagen, oh toll, jetzt gibt es die Linke, SPD ist jetzt halt abgeschrieben, jetzt setzen wir unsere Hoffnung auf die Linke, weil sie die Angst haben, dass sie dann wieder enttäuscht werden. Und ich glaube, dass das wirklich auch dieses Grundmisstrauen, das ist der erste Schritt, dass man das überwinden muss. Also man muss versuchen, ihnen zu verdeutlichen, dass man nicht so eine Partei ist und auch nicht wird wie andere, die ja in der Opposition auch immer alles erzählen. Also das ist ja tatsächlich die Schwierigkeit. Also wir sind ja sozusagen bundespolitisch Opposition und viele haben natürlich schon den Generalverdacht, naja, in der Opposition erzählen sie immer alle schöne Dinge. Aber wenn sie regieren, tun sie es vielleicht nicht. Auch deswegen brauchen wir weitergehende Konzepte. Also nicht nur sozusagen so, wir wollen den Mindestlohn erhöhen, was dringend notwendig ist. Also ich will das jetzt nicht abwerten, dass das eine Forderung ist. Aber damit sie uns abnehmen, müssen wir, glaube ich, mehr ausstrahlen, dass wir wirklich auch was anderes wollen. Also dass wir wirklich eine Partei sind, die ein anderes Konzept hat, als wir annehmen. Und einfach mitstellen wird. Und das ist ja auch, da haben wir ja auch manchmal so ein bisschen Diskussionen, da ist zum Beispiel die Frage, wie verhält man sich zu SPD und Grünen? Und da wird ja, werde ich ja auch oft kritisiert, wenn ich mich dann so abgrenze von denen, weil dann gesagt wird, ja, aber alleine kann die Linke doch nicht, ihr müsst doch jetzt kooperieren. Aber dann sage ich, gerade wenn man signalisiert, dass man beispielsweise mit einem Herrn Gabriel bei dessen Konzepten, also nicht, weil mir die Nase nicht gefällt, also die muss mir nicht gefallen und andere Dinge an ihm auch nicht, sondern seine Politik, wenn man signalisiert, dass man bei den Konzepten drüber nachdenkt, als Juniorpartner in so eine Regierung einzusteigen, glaube ich, dass man genau dieses Misstrauen auch bewusst und zwar verständlicherweise bestärkt. Weil wenn man in eine solche Regierung unter einem solchen Kanzler einsteigen würde, würde man nichts zum Besseren verändern. Davon bin ich überzeugt. Daran ändert, dass ich also jubelnd in eine Regierung ginge, wenn wir hier einen Bernie Sanders oder einen Corbyn an der Spitze der SPD hätten. Also dann würden sich sozusagen die Konstellation verändern. Aber selbst dann müsste man sehen, dass es wirklich einen gesellschaftlichen Rückhalt für eine alternative Politik gibt. Weil da sonst ist es selbst, wenn man sozusagen, meine auch die Labour Party, wenn er sozusagen jetzt nicht dieses Votum gehabt hätte, da waren ja nicht nur Mitglieder beteiligt, da waren ja Wähler beteiligt, das war ein ganz breites Votum. Also da wäre es auch schon schwierig, also ob die eigene Partei da noch mitzieht. Also es muss wirklich einen gesellschaftlichen Druck geben in Richtung einer anderen Politik und Partner, die sie mitmachen. Nur dann kann man dieses Wagnis eingehen, sonst trägt man selber am Ende auch nochmal zur Enttäuschung bei. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Nächste, was natürlich, da gibt es sowieso keine einfachen Rezepte. Also das, wenn wir alles richtig machen, die richtigen Forderungen stellen und auch das alles gut erklären können, brauchen wir erstmal den Weg an das Ohr derjenigen, die wir da erreichen wollen. Und natürlich ist es so, dass eben Menschen, habe ich ja vorhin gesagt, die Zeitungen nicht mehr lesen, die vielleicht auch keine Talkshows mehr gucken, schwer erreichbar sind. Also da ist dann tatsächlich nur der Weg, den wir natürlich, den auch viele unserer Mitglieder dann machen, in diese Wohngebiete mit den Leuten reden, dann ist man eben, hat man irgendwo einen Stand, spricht sie an, man hat Sachen, die man in die Postkästen wirft und solche Geschichten. Also so ganz einfach und ganz direkt geht es dann fast nur, aber es ist natürlich schwieriger, weil dann natürlich nicht die Breitenwirkung da ist. Aber letztlich muss man es machen, weil sonst geht es nicht. Letzter Punkt, zu dem ich unbedingt, oder zwei kleine Punkte. Also einmal zu den Kriegen wollte ich noch was sagen, weil, also ob das jetzt mit 1916 direkt verbunden ist, was ja völlig klar ist, das sind alles Kriege um Rohstoffe und Absatzmärkte. Und natürlich hat man bewusst eben die säkularen Regierungen
abgesetzt, also das war ja auch im Iran und anderswo, und hat es durchaus dann sogar billigend in Kauf genommen, dass die Kräfte, gegen die man heute angeblich kämpft, eben immer stärker geworden sind, weil man keine eigenständigen Staaten und keine eigenständigen Mächte dort haben wollte, die nicht das machen, was die USA oder eben auch Europa wollen. Das war ja das ganz klare Kalkül. Und natürlich ging es da auch zum Beispiel um Eigentumsfragen. Also es war ja, ging ja in vielen Ländern darum, wird die Ölförderung verstaatlicht oder sind es amerikanische Konzerne und britische Konzerne, die da sozusagen mitverdienen können. Also das sind ja die ganz klassischen Fragen hinter diesen Kriegen. Deswegen glaube ich auch, wir müssen heute, wenn über Antiterrorkrieg geredet wird, wirklich immer wieder darauf verweisen, also diese Kriege, kein einziger dieser Kriege hat je zu einer Minderung des Terrorismus geführt, sondern der Terror ist ein Produkt dieser Kriege. Und in jedem Zuge da möchte ich einfach, weil mir das so wichtig ist, weil ich finde, wir sollten da nicht so blind immer das nehmen, weil ich das manchmal auch erlebe bei Menschen, die eigentlich links sind, die dann aber sagen, ja wahrscheinlich funktioniert das, was wir wollen, eben wirklich nicht, weil die Menschheit so egoistisch ist. Da gibt es wirklich auch ganz empirische Studien, die das widerlegen. Also selbst heute in dieser Zeit, es gibt ja zum Beispiel zwei britische Soziologen, Ungleichheitsforscher, die nachgewiesen haben, dass sich Menschen belegbar anders verhalten, in Abhängigkeit davon, ob sie in einer Gesellschaft leben mit großer Ungleichheit oder weniger großer Ungleichheit. Und dass zum Beispiel das Vertrauen auch, was Menschen sich gegenseitig entgegenbringen, bei wachsender Ungleichheit abnimmt. Dass tatsächlich auch das, was wir so als Bier oder als quasi Besitzstandswahrungsmentalität darstellen, dass das erheblich zunimmt, wenn die Ungleichheit zunimmt. Und das hat ja auch eine Logik. Weil wenn es eben keine gesellschaftlichen Sicherungssysteme mehr gibt, dann muss eben jeder für sich selber sorgen. Und dann ist der Mensch natürlich schon so, dass er dann auch, oder viele Menschen, dass sie dann ihre Ellenbogen einsetzen, weil sie eben nicht zu denen gehören wollen, die dann ganz unten landen. Also das ist ja, aber das ist ja dann durchaus ein gesellschaftlich sozusagen natürlich motiviertes Verhalten. Also wenn es zum Beispiel keine ordentliche Rentenversicherung mehr gibt, so wie das heute ist, natürlich muss man dann gucken, dass man irgendwie, wenn man ein bisschen einigermaßen verdient, sich was zusammenspart. Also guckt man, wo kriege ich einen Zins oder wo kriege ich ein bisschen mehr Zins. Dann kann man schon wieder sagen, dann ist ja einer gierig, aber eigentlich will er nur im Alter eben nicht arm sein. Wenn es eine ordentliche Rentenversicherung gibt, dann muss man sich um so einen Scheiß nicht kümmern. Und das ist eben auch ein Ziel. Letzte Bitte, gehen Sie nie Leuten auf den Leim, die Ihnen irgendwie erzählen, der Mensch sei nun mal so, dass er nur noch im Kapitalismus leben könne oder der Mensch sei sozusagen doch eigentlich für den Kapitalismus geschaffen. Das ist völlig absurd. Die Mehrheit würde besser leben, wenn wir eine andere Wirtschaftsordnung hätten.